Viele von euch werden es wahrscheinlich gar nicht wissen, aber auf diesem Kanal ging es früher ausschließlich um Filme. Ein freudiges Überbleibsel dieser ganzen Thematik ist eine Tradition geworden. Am Ende eines jeden Jahres setze ich mich mit Benny, Markus und Max zusammen und wir stellen uns gegenseitig vor, was unsere liebsten Filme des Jahres waren. Das, ein paar semi-witzige Gags und noch viel mehr erwartet euch jetzt. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick Roundtable. Servus. Heute mit dabei Benny. Hallo. Markus. Max. Was geht ab? Und ich. Und heute geht es darum, wie alljährlich, die meisten, vielleicht werden es einige schon kennen auf dem Kanal, die meisten werden es aber offensichtlich nicht kennen und offensichtlich nicht gucken, wenn die euch beide sehen wahrscheinlich. Aber das dieses Mal. Das habe ich letztes Jahr schon so fertig gemacht. Was denn? Wenn ihr die zwei seht, die kennt man nicht. Doch, einige kennen uns noch. Ja, aber so ein paar. Also früher gab es mal einen anderen YouTube-Kanal und da waren die beiden. Und er ist ja auf meinem Kanal sowieso öfter. Und das letzte Mal, als wir auf dem Kanal waren, hat er ungefähr 600 Abos vielleicht gehabt. Nee, jetzt hat er so 658. 1300 oder sowas. Aber richtig Druck, ey. Achso, ja. Ich habe gemeint, du meinst jetzt, wir sind Movies. Nee, der hat nämlich immer mehr Abonnenten, obwohl wir seit zwei Jahren nicht verstehen. Nee, da kommt aber die Leute beschweren sich über die Wiederholungen in der ARD. Ich habe mit Geektastisch bald die 1000 Abonnenten voll, wollte nur übrigens mal ganz kurz sagen. Danke. Und es geht jetzt hochwertiger Content. Hier und heute drum, das Filmjahr 2019 noch einmal Revue passieren zu lassen. Wie man unschwer wissen wird, ist das Jahr jetzt rum und damit auch das Filmjahr. Das Ganze hier, kann ich schon mal ganz kurz ankündigen, wird es noch innerhalb der nächsten Zeit in einer Dekadenfassung geben. Das heißt, wir blicken zurück auf eine ganze Dekade an schönen Filmen. Wir beginnen mit der ersten Dekade des Films. Die besten Filme von 1895 bis 1905. Ich erinnere mich noch, als ich damals im Kino saß. Wisst ihr noch, als die Arbeiter aus der Fabrik kommen? Boah, Dramaturge, reiche Nuss. So, jedenfalls, was ich auch noch kurz anbieten will als Service, das werden wir wahrscheinlich so machen, ist, dass das Ganze hier auch als Podcast verfügbar sein wird. Und zwar über den Podcast-Feed von Benny und meinem Podcast, rücksichtslos gewitzt. Ja. Die Links dazu sind... Kann man eigentlich besser für einen Podcast Werbung machen. Der Podcast heißt Rücksichtslos gewitzt. Und den Podcast-Feed findet ihr, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das ist keine reguläre Podcast-Folge oder so, aber damit ihr, falls ihr keinen Bock habt, das alles am PC jetzt zu gucken, könnt ihr das auch einfach unterwegs hören. Und damit würde ich gerne einfach einsteigen und sagen, dass wir rundherum gehen, 10 bis 1. Und wer will anfangen? Ich finde jetzt... Ich fange nicht an. Nee, dann ich finde eigentlich, dass Benny sitzt da ganz gut. Ich würde noch kurz vielleicht vorab erwähnen, wir haben hier hinten auch, wenn ihr dieses Licht hier hinten sehen könnt, hier genau, das ist unsere kleine Teestation. Also wenn während des Videos mal jemand aufsteht, um sich was zu trinken zu machen, dann wundert euch nicht. Wir haben uns ja darüber unterhalten, ob man sich schämen kann für den ersten Film oder Filme auf der Liste. Und ich würde sagen, der Film ist definitiv nicht zum Schämen. Ich weiß schon, was es ist. Es ist nämlich Platz 10 für mich. Ready or Not mit dem geilen deutschen Untertitel Auf die Plätze, fertig, tot. Jetzt in meiner Flop-Liste, weil der so scheiße ist. Es ist eine Horror-Komödie. Der ist echt richtig scheiße, Alter. Da habe ich meine letzte Kritik dazu geschrieben. Es ist eine Horror-Komödie. Ist ja egal. Mit der Tochter von Hugo Weaving, Samara Weaving. Ach, ist es nicht seine Nichte? Ich glaube, es ist seine Tochter. Ich glaube, es ist seine Nichte. Es ist seine Nichte. Die ist mit ihm verwandt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, man kennt die vielleicht aus The Babysitter, diesem furchtbaren Film bei Netflix. Und, der ist ja auf Platz 9, oder? Ist das nicht der mit Vin Diesel? Nee. Das ist der Babynator. Seit ich kein Netflix mehr habe, scheint man nicht mehr über Filme reden zu können. Das ist vollkommen richtig, ja. Nee, aber also Ready or Not war einfach ein geiles Kinoerlebnis. Gibt eine schöne Anekdote. Ich glaube, die habe ich auch im Podcast mal erzählt. Die erzähle ich jetzt hier nicht nochmal, sondern hört euch einfach Folge 13. Die letzte Folge davor, vor zwei oder drei war es, glaube ich. Weiß ich nicht, ja, so auch, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich allein im Kino, war ein tolles Erlebnis. Ich habe mich tot gelacht. Geiles Finale und einfach ein richtig witzig. Hast du gesehen? Erzähl mal ganz kurz, was ich habe keine Ahnung. Es geht ganz darum, zwei Sätze. Es ist eine Hochzeitsnacht von einer Frau, die in ein Spieleunternehmen einheiratet. Und da ist es Tradition, dass an dem Hochzeitsabend eben mal ein Spiel gespielt wird. Und es wird entschieden, welches Spiel dann gezogen wird. Völlig random halt. Genau, es könnte Monopoly sein oder auch irgendwas anderes, Tabu. Und sie ziehen Verstecken. Hide and Seek, ja. Genau, Hide and Seek. Ist das das mit der Familie, die dann auf die Jagd geht? Genau. Okay, dann weiß ich mal. Genau, der ist es. Und die spielt die Braut. Ja. Ne?
und versucht sich dann halt da durchzuschlagen. Das und Ding ist halt, es gibt eine Komponente, die für mich halt irgendwie, die für mich alles torpediert hat, wo das an Gesellschaftskritik drin ist. Aber ja, das erfahren wir im Dekaden-Video. Ja. Da ist er nämlich auf der 2. Jetzt musst du es aber auch sagen. Was? Da ist er auf der 2. Ja, und was? Nennst du einfach mal, für alle, die den Film kennen. Okay, Spoiler. Naja, das Ende wahrscheinlich am Schluss. Ja, es geht ja darum, dass sie das machen müssen, um quasi irgendwie diesem Teufel oder so Tribut zu zollen, der Familie irgendwann mal quasi ein Geldsegen beschert hat. Und oder deswegen müssen sie einmal, also immer wenn jemand Neues in die Familie reinkommt, müssen sie halt ein Spiel spielen. Zu seinen Ehren spielen. Und du denkst halt am Anfang, ja, das ist doch totaler Bullshit, die machen das halt einfach. Und du denkst halt, das ist ja großartig. Die spielen das, weil sie denken, sie müssten dem Ganzen immer noch der Tradition hörig sein. Und am Schluss ist dann echt so, oh mein Gott, wir werden zerplatzen, wir haben es nicht geschafft, uns passiert nichts. Und dann zerplatzen sie wirklich alle. Und das ist so, echt. Funny. Ja. Ist halt nicht echt lustig. Funny. Ja, ja. Das fand ich schon. Nee, ich fand es super. Ich würde das auch überhaupt nicht gesellschaftskritisch sehen. Also ich fand es einfach nur ein witziger Film. Und einfach, ich habe mich totgelacht und amüsiert. War geil. Gut. Ja, Platz 10. Okay. Machst du jetzt weiter oder soll ich weiter machen? Ich mache. Oder Uhrzeigersinn, oder? Ja. Sonst bin ich vorne. Also ich bin jetzt endlich mal gegen deine Filme schießen können. Mach. Dann muss ja sowieso vielleicht früher. Auf meinem Platz 10 ist ein Film, um es jetzt endlich aufzulösen. Ein Charakter in diesem Film heißt Fuckshit. Ja, ist klar, aber. Und es ist ein Skater. Es ist nämlich Mid-90s von Jonah Hill. Und das ist ein Film, der sicherlich nicht ganz perfekt ist. Mid-90s, ja. Der hat so ein bisschen was Rohes insgesamt. Der hat manchmal Dialoge, die zu viel erklärbären, aber irgendwie trifft das ganz gut, so ein Lebensgefühl, weil die Leute halt Scheiße labern, Blödsinn machen und irgendwie. Das trifft dein Lebensgefühl. Nee, aber das ist halt echt so, wenn du im Heranwachsen bist, als hätten wir irgendwie mit 12, 13, 14, 15 schlaue Gespräche geführt. So, und irgendwie gibt's halt, es gibt genügend Konflikte, wo du dann, es gibt so einen Dialog, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, guck mal, der hier ist vielleicht so und so, aber frag dich mal warum, weil in der Family ist das und das passiert. Der hier ist so und so, aber frag dich mal warum, in der Family ist das und das passiert. Und das ist halt schon echt cool, dann gibt's so eine geile Skater-Montage und das Ganze ist ja sowieso über diesen Super-8-Stil, diesen 4-zu-3-Stil, ja angelehnt. 16 ist das doch, ist das nicht Super 16? My Super Sweet 16. My 90s Teen. Ja. Okay. Aber Super 8 ist ja komplett. Ja, klar, also ja, ja klar, also 16, ja, ja, 16 mm. Ja, klar, ja. Aber halt so. An diesem, wie man das halt noch analog auf Film, analog mit einer Kamera halt. Und das fand ich irgendwie geil, weil dir der Film irgendwie so ein Gefühl dafür gibt, so alles ist möglich. Wenn du eine gute Idee hast, einen Film zu drehen, jetzt nicht nur quasi in dem Film selbst, sondern auch für Jonah Hill selbst. Ich wollte gerade sagen, hast du eigentlich gesagt, dass es von dem ist? Ja, habe ich am Anfang gesagt. Ja. Also Jonah Hills Regiedebüt. Ja. Und das ist halt irgendwie das Geile. Der geht halt hin, hat halt Bock gehabt, den Film zu machen und er sieht halt irgendwie roh aus und ein bisschen amateurmäßig und gibt dir irgendwie das Gefühl, yo, du kannst einen Film drehen. Und das allein deswegen fand ich ihn schon geil und wirklich sehr, sehr sehenswert. Ich habe ihn auch gesehen und das war immer die 90er-Kindheit, die ich beobachtet habe. Ich war ja immer nie Skater, aber ich habe immer den Skatern zugeguckt. Das waren, glaube ich, die Kids aus dem Film. Ja. Max? Also auf meinem Platz 10 ist Seid ihr auch so nervös? Mein Gute-Laune-Film, den verblase ich direkt. Ja, der Mystery. Mein gute Laune für die Irishman. Story. Also ich kann dreieinhalb Stunden. Nee, es ist Brittany Runs a Marathon. Ist der so gut, ja? Der ist auch auf Ermangelung meiner gesehenen Filme bestimmt weiter höher gerutscht, als er eigentlich gewesen wäre. Aber es ist ein guter Film mit einer sehr, also skurrile Liebesgeschichte trifft es falsch, aber der Mann-Typ, der diesmal in dieser Liebesgeschichte verwurzelt wird, ist so Typ Aziz Ansari. Ich kenne den Schauspieler nicht, aber und das sieht man immer noch viel zu selten. Also es ist auch kein richtiger Schönling und du denkst am Anfang auch gar nicht, dass die richtig zusammenkommen, weil du am Anfang vielleicht denkst, steht der überhaupt auf Frauen? Das ist sehr subtil dargestellt und sehr interessant gemacht. Allein deswegen fand ich es gut und die Geschichte ist halt Zucker. Also die läuft halt, um es kurz mal die Handlung zusammenzufassen, Brittany will eigentlich abnehmen, setzt sich dann als Ziel, dass sie ihren ersten Marathon läuft und lernt dann eben im Laufe der Zeit nicht nur, dass die Funde purzeln, sondern auch ihre alten Vorstellungen und entdeckt halt ein neues Leben für sich. Und ist wirklich ein netter Film. Und was ich kurz noch sagen wollte, die Darstellerin kennt man wahrscheinlich vom Gesicht. Ist die nicht aus 21 Jump Street? Das ist die Bösewichtin aus 22 Jump Street, die Tochter des Hauptbösewichts. Ja, ja.
Gillian Bell, den Namen sollte man sich vielleicht merken, weil Gillian Bell trägt auch mit den Film. Und der, die Love Interest heißt übrigens Utkarsh Ambudka. Ah ja, aber der sagt, hat er für mich ein kompletter. Ich hat er irgendwas anderes noch gemacht? Bestimmt, aber ich kenne den Namen nicht. Nee, sagt er auch nicht. Produzent ist übrigens gut, dass ich das noch gesehen habe, Tobey Maguire. Ach, ja. Also kann man sich angucken, ich fand ihn ganz flott. Der nette Mann. Most random. Okay, dann mein Platz 10 war ein Film. Hey, du moderierst doch nur. Stimmt. Rise of Skywalker. Dein Platz 9, Benny? Ja, gerne. Mein Platz 9 ist hier. Und ich habe zufällig aber auch noch einen Platz 10 dabei. Die anderen lasse ich dann aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dieses Mal so schwer getan wie noch nie, so 10 gute Filme, wirklich richtig gute Filme zusammenzukriegen. Aber als ich dann nochmal drüber gelesen habe, was ich so gesehen habe dieses Jahr, dachte ich, da war so ein Gag drin, den fand ich so, so gut. Und der Film war auch gut. Darauf beruht meine gesamte Top 10. Vielleicht haben wir ja dann eine Überschneidung, wenn ich jetzt sage, mein Platz 10 ist The Long Shot mit Charlize Theron und Seth Rogen, wo es so ein bisschen darum geht, dass sie, glaube ich, eine hoch angesehene Politikerin ist, die, glaube ich, ist sie Vizepräsidentin und will Präsidentin werden, irgendwie sowas. Und er ist irgendwie so ein slaggiger Hipster-Journalist und versucht irgendwie gerade so durchzukommen. Und ja, sie kennt sich, weil sie früher seine Babysitterin war oder irgendwie so in der Art. Und dann verlieben sie sich plötzlich ineinander. Ich habe den Trailer so oft gesehen, deswegen kenne ich die Handlung nur auswendig, aber nie im Film. Darf man den Gag erzählen? Ja, weißt du, was ich nämlich gedacht habe? Dein WhatsApp-Status. Kannst du den mal vielleicht ganz kurz sagen? Wakanda Forever? Richtig. Ist doch aus dem Film, oder? Das ist doch dieser Wirtschaftshandelspartner von den USA. Ich dachte, ohne Scheiß, ist Max so stumpf, dass er einfach nur dieses Wakanda Forever aus Black Panther in seinen WhatsApp-Status packt? Oder hat er diesen Film gesehen und zollt diesem großartigen Gag, der in diesem Film ist? Nee, ich bin so stumpf. Alter, erzähl den Gag. Ja, da müsste ich jetzt irgendwie so einen ganzen Film machen, okay. Weil es halt so ein Payoff-Moment irgendwie ist, ganz am Schluss. Und es war wirklich so eine Art von Gag, wo ich den habe ich nicht kommen sehen. Und saß dann wirklich so und musste wirklich so... Also weil Wakanda für bare Münze genommen wird? Nee, es geht, also der Film ist halt auch so super. Seth Rogen-mäßig, intertextuell und Popkultur-Anspielung und spielt dann eben auch auf Black Panther an. Und da gibt es halt eben so einen Payoff-Moment. Ich kann den jetzt auch gar nicht genau wiedergeben, weil es dann auch schon ein bisschen länger her ist. Aber ich mochte den Film und ich bin froh, dass ich jetzt auch mal hier mit dem Seth Rogen-Film in die Top 10 reinstarte. Ja, ist ein gutes Ding, finde ich. War wirklich, wirklich gutes Ding. Was ich nicht vernachlässigen will, ist, dass es vor allem auch in dem Film tatsächlich um die Double Standards und so geht. Ne? Also ich bin eine Frau, die in der Politik was reißen will. Ja, was passiert jetzt, wenn ich mit einem jungen Journalisten plötzlich auftrete, der irgendwie mein Lover ist? Was macht das mit der Welt, was macht das mit meinem politischen Auftreten? Ja, und wahrscheinlich auch, dass du als Frau musst du immer aussehen wie aus dem Ei gepellt, wenn du Politiker bist. Zum Beispiel. Und als Mann kannst du aussehen wie der letzte Larry. Das ist auch nicht fair. Ja. Was findest du Trump nicht schön? Wunderschön. Das war mein Platz 10 und ich übergebe jetzt an Benny und ich glaube, ich gehe da mal eine Runde Tee machen. Ich bin ja immer noch Musiker, muss ich sagen. Deshalb ist mein Platz 9 ein Musikfilm. Aber ein Musikfilm der anderen Art, nämlich es ist The Dirt. Ja. Falls es allen was sagt, das ist nämlich die Verfilmung der Biografie von Motley Crue, also dieser Sleaze-Rock, Glam-Rock-Band aus den vor allem 80ern, 90er auch noch ein bisschen. Die haben 2016 oder 17 ihre letzte Tour gemacht, da war ich auch, ich bin ganz großer Fan gewesen von denen als Jugendlicher und habe mich dementsprechend schon gefreut, als es hieß, das wird verfilmt, das basiert auf einem Buch, das die geschrieben haben, bei dem wahrscheinlich mehr gedichtet ist als real. Ich hätte gerne den Bergtee, okay, wie er heißt. Den nehme ich auch. Was geht ab? Genau, und ich muss sagen, das war einfach ein richtig geiles Biopic, das schöne tiefe Momente hatte. Es geht beispielsweise natürlich um Drogensucht. Auch einer der Sänger hat seine Tochter verloren. Die wird erkrankt und das ist wirklich sehr, sehr dramatisch alles dargestellt, aber trotzdem irgendwie voll mit Herz. Und es gibt richtig geile Momente, in denen man richtig mitfiebert, aber doch auch andere Momente, die das Ganze irgendwie verurteilen. Und ich fand einfach, das war so ein runder Film. Also den habe ich weggeguckt, ich habe den irgendwann abends angefangen um 11 oder so und habe gedacht, ja komm, guck jetzt noch die Szene, dann machst du ihn aus. Guckst du die Szene noch aus und zack, dann war es 1 Uhr und ich hatte ihn ganz gesehen und war echt hin und weg und fand ich, also wenn ich das so sagen darf, definitiv besser als Bohemian Rhapsody, weil der Film immerhin versucht hat, nicht einfach nur alles nachzumachen und irgendwie die besten Szenen von Freddie Mercury nachzustellen, sondern auch ein bisschen zu erzählen, wie kam es eigentlich dazu, was haben die so für eine Beziehung und deswegen würde ich sagen, für Leute, die was mit Rockmusik anfangen können, sowieso, eine dicke Empfehlung, das zu gucken und für Leute, die auch mal einen anderen Musikerfilm sehen können,
sehen wollen, der es auch schafft, irgendwie alle vier Charaktere anständig darzustellen. Also auch, ne, oft ist es ja so, dass dann irgendwie Leute in den Hintergrund geraten, jetzt beispielsweise Bohemian Rhapsody. Wir reden schon von den Hobbits, oder? Wir reden von den Hobbits, ja klar. Und hier wird es eben geschafft, dass jedem so einen gewissen Raum gelassen wird und dass man von jeder Figur irgendwie nachvollziehen kann, warum die so handeln, wie sie handeln. Und das war einfach geil. Und davon abgesehen ist das einfach eine unfassbar geile Party, die da gefeiert wird. Aber auch mit den richtigen bitteren Noten. Also The Dirt war geil. Das ist mein Musikfilm. Gut. Weiter. Weiter. Endlich hält er die Schnauze. Bei mir auf Platz 9, Once Upon a Time in Hollywood. Ach so. Ich muss sagen, ist also irgendwo, ja, wie immer halt ein typischer Tarantino, aber irgendwie ein sehr vor sich hin dümpelnder Tarantino, der halt irgendwie, also alle Szenen machen Spaß. Und ich hatte wirklich immer Bock, den Film zu gucken. Aber ich habe mir so, als der letzte Akt beginnt, habe ich gedacht, bitte, Quentin, mach jetzt nix, was das Ganze irgendwie, wo ich sage, Alter, das hättest du nicht tun dürfen. So, also ich meine, man weiß ja, um was es geht, dass es eben wirklich um diese Manson-Morde geht und dass dann Tarantino quasi sich wieder des Kunstgriffs bedient, den er schon bei Inglourious Basterds angewendet hat, ist grandios. Und ist sicherlich nicht für jeden geeignet, was dann passiert. Aber ich muss wirklich sagen, die letzten 10, 15 Minuten oder vielleicht auch nur die letzten 5 Minuten sind so emotional, dass ich zum ersten Mal wirklich, ich war emotional berührt bei einem Tarantino-Film, was noch nie ein Tarantino-Film geschafft hat, weil ich echt sagen muss, das ist total geil, wie er es gemacht hat. Und er hat großartige Suspense-Momente drin, zum Beispiel, wenn Brad Pitt auf dieser Ranch ist, weil du nicht weißt, was passiert. Und das ist halt dieses grandiose Ding. Bei Tarantino weißt du ja eh nie, was passiert. So, da kann alles Mögliche passieren. Und ich fand's schon geil, muss ich echt sagen. Es war zwischendrin, war es mal so 7 von 10 und ich war mir echt nicht sicher. Und am Schluss habe ich gesagt, das ist schon ein rundes Ding. 8 von 10 kann man machen. Also sehr, sehr sehenswertes Ding, aber sicherlich halt nicht so ein entertainiger Film wie Django Unchained und auch nicht so entertaining wie Inglourious Basterds. Mhm. Und wer mehr Wissen drüber hat, was wirklich passiert ist in der Zeit, der ist klar im Vorteil. Weil sonst kannst du auch viele Sachen, auch viele Anspielungen und so weiter. Also es ist eine Buddy-Geschichte über zwei erfundene Figuren, so die halt irgendwie versuchen, Buddies zu bleiben. Und das ist echt ein gutes Ding, wirklich. Das mein Platz. Ich habe ja sogar Listen, ne, die auch nicht nur vor dem Tarantino, aber vor vielen Tarantinos veröffentlicht werden. Wenn man die geguckt hat, geht mal, habe ich jetzt auch häufiger gelesen, definitiv mit einer anderen Seherfahrung da aus dem Kino ja. raus. Ja, da ist er. Ja. Soll ich? Du, Ede. Bei mir ist auf Platz 9 sind wir jetzt. Ne? Ja. Auf Platz 9 ist Alles außergewöhnlich. Das ist der neue Film des Regieduos von Ziemlich beste Freunde. Namentlich Eric Toledano und Olivier Nakache, dreht sich ist um... Ist das der mit Vincent Cassel? Ja. Hm. Ah, ja. Ja, und ja. Und dem Namen, den ich eben Kebab genannt habe, das tut mir wirklich leid. Der kam jetzt erst, oder? Genau, der ist ganz aktuell Reda Kadeb. Das sind die zwei Hauptdarsteller, die spielen, soweit man das vom französischen Sozialsystem übersetzen kann. Ich denke, so weit kann man noch gehen. Auch Sozialpädagogen, die eine mehr oder weniger geduldete, aber nicht erlaubte Privateinrichtung für Behinderte bzw. autistische Menschen führen. Und das sind besonders schwere Fälle, die also im offiziellen französischen System immer wieder aus den Einrichtungen geflogen sind. Und bevor uns jetzt jemand unterstellt, wir würden sagen, Menschen mit Autismus sind Menschen mit Behinderung. Wir wissen, dass es nur eine neurologische Besonderheit ist. Mhm. Weil das, also nicht, weil da ist schon öfter mal so Shitstorm incoming, wenn man sowas sagt. Also außerdem sind Menschen nicht behindert, sondern sie werden behindert gemacht. Okay. So würde man das argumentieren. Also, wenn ihr jetzt noch nicht rausgehört habt, dass wir sehr vorsichtig mit unserer Darstellung sind, dann nehmt ihr uns das hoffentlich nicht übel. Jedenfalls im Film geht es darum, geht es auch tatsächlich weniger um die Menschen, die an Autismus, die mit Autismus leben, sondern es geht um die Pädagogen, die Erzieher, die immer wieder damit konfrontiert sind, dass ihre Einrichtung, die eben in Frankreich dann nur geduldet ist, eben nicht bestehen kann. Das bedeutet für die ganzen Kinder, die bei keiner anderen Einrichtung genommen werden, halt, müssen daheim bei ihren Eltern bleiben, was die meistens nicht leisten können. Aber das sind vor allem Junge. Weil das kam für mich aus dem Trailer nicht raus. Ist es wirklich nur eine Einrichtung für Menschen mit Autismus oder ist es für alles Mögliche?
Sachen, ob es jetzt wirklich eine geistige oder eine körperliche Beeinträchtigung ist oder. Ich würde behaupten, dass da nur Menschen gezeigt werden, die an einer Form von Autismus, einer Form von Autismus zu tun haben. Also je nachdem, ob schwer auf dem Spektrum oder weniger. Rollstuhl gesehen, ja. Das kann natürlich, da gibt es natürlich auch Leute, die im Rollstuhl sitzen, aber es geht mir um diesen Autismus-Aspekt und wie man den Leuten nochmal einen Zugang zur Welt eröffnet. Und Vincent Cassell spielt die Hauptrolle, ist der Pädagoge, der halt kaum noch Zeit für sich findet, weil er sich immer um die Kinder kümmert und darum kämpfen muss, dass diese Einrichtung bestehen bleibt. Ist das eigentlich eine Komödie? Oder ist nee, das ist mehr Sozialdrama. Okay. Also es ist anders als Ziemlich beste Freunde, obwohl du merkst, dass der Inszenierungsstil von der ist. Ich meine, es gab ja so einen Wechsel, Ziemlich beste Freunde, sehr lustig. Dann der Samba-Film, Heute bin ich Samba, schon ein bisschen ernster, da ging es auch um Burnout und alles Mögliche. Und der hier ist jetzt vom Spektrum, glaube ich, der ernsthafteste Vertreter. Und der ist super gefilmt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil in Kritiken, ich hoffe, dass ich jetzt das nicht falsch aufgefasst habe, wurde häufig von auch Neurologen gesagt, dass der Film das Spektrum des Autismus falsch darstellt, so einseitig. Oder es stand sogar original drin, dieser Vorwurf, dass immer gedacht wird, Menschen mit Autismus haben so eine Inselbegabung und wären so Rain Man alles. Ja, aber das und ist ja wirklich, das wird leider, das Klischee wird kultiviert. Ja, ja, aber sowas, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Denn dann muss ich mich fragen, hat man den Film gesehen? Denn in diesem Film ist kein einziger an Autismus leider, der eine besondere Fähigkeit im Sinne von besonders mathematisches Verständnis hat, sondern das sind eben alles Leute, die im Alltag sehr beeinträchtigt sind und die, auf die man anders eingehen muss. Also es wird überhaupt nicht dargestellt. Und das hat mich ein bisschen verwundert. Deswegen bin ich auch schon. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie das so plump darstellen. Also geht eigentlich der Film eher hin und sensibilisiert dich dafür, dass du halt anders über Autismus Du bist danach wahrscheinlich auch kein riesiger Experte, aber ich meine, das basiert auch auf einer wahren Geschichte. Diese Einrichtungen, die gibt es eben überall in Frankreich und da wird sich schon rein recherchiert. Also es ist jetzt, also das mit Raymond stimmt nicht, vielleicht habe ich das auch falsch gelesen, es wird schon darauf Wert gelegt, dass da ein breites Spektrum gezeigt wird und nichtsdestotrotz hat man sich natürlich aus dramaturgischer Sicht Mühe gegeben, die Figuren ein bisschen herzlich darzustellen, Eigenheiten rauszustellen, die man aber gar nicht so auffasst von, jetzt machen sie sich über die Leute lustig, sondern wirklich in dem Sinne von, das sind dramaturgische Kniffe, um die Figuren näher zu bringen. Das war völlig in Ordnung. Insgesamt ein sehr runder Film. Ich mag die zwei Regisseure. Ich habe den Samba-Film gesehen, Ziemlich beste Freunde und den jetzt. Die sind für mich gute Leute und deswegen Platz 9. Mein Platz 9 ist auch so ein Film, den ich eigentlich übers Jahr hinweg ein bisschen vergessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann habe ich mich nochmal erinnert und dachte dann so, ach komm. Und außerdem muss ich sagen, hat mir das Vorgängerwerk des Regisseurs so gut gefallen, dass ich das Nachfolgewerk mit reinnehmen will einfach. Weil es auch was Ähnliches ist. Es ist nämlich Weiß von Adam McKay. Und Big Short mochte ich ja wirklich unfassbar gern. Ich glaube, der war sogar damals 2016 oder so, mein Film des Jahres. Ja. Genau. Und Weiß geht in eine ähnliche Schiene. Also es ist ein, ja gut, Big Short war ja jetzt nicht zwingend ein Polit-Drama, Comedy, Dramedy-Ding. Aber das ist Weiß. Und es geht irgendwie hier um diesen Dick Cheney von Christian Bale gespielt. Für alle, die es vielleicht jetzt gerade nicht auf dem Zettel haben, das ist das, wo Christian Bale wie so ein alter, dicker Mann aussieht. Dick. Wie halt Dick Cheney. Und Adam McKay selbst uns zu flach. Adam McKay, der, man muss mal auch mal wieder sagen, der Regisseur von Anchorman spielt halt dann immer noch mit diesen komödiantischen Versatzstücken und bricht die vierte Wand und hier macht er sogar teilweise, glaube ich, so Alternativrealitäten auf und spricht dann in die Kamera und macht so, ja, was ist, wenn das jetzt passiert wäre und dann passiert das und dann sieht man so kurz, wie es weitergeht und dann so, ah nee, das wäre aber auch nicht cool gewesen und dann geht es wieder in der normalen Realität weiter. Das ist wirklich ein völlig absurdes Ding, wo ich nur manchmal nicht so ganz wusste, ist das, macht er das jetzt nur. Eigentlich ist das die Top 10, man soll ja gar nicht meckern, aber ich mach's trotzdem. Macht er das jetzt nur, weil es bei Big Short so gut geklappt hat? Oder gibt es die Story wirklich her, dass diese Erzählweise rechtfertigt? Ich fand's trotzdem ganz geil. Der Film kam, glaube ich, bei der Kritik gar nicht so mega geil an. Hat Christian Bale den Oscar gekriegt dafür? Mhm. Nee, was war denn das nochmal? Was hat denn der da? Der hat doch letztens einen Oscar gekriegt, oder? Er hat eine Nominierung und bekommen hat Rami Malek für. Nee, ich meine, wann hat Christian Bale nochmal einen Oscar? Der hat doch einen Fighter. Nebenrolle. Aber wen habe ich im Kopf? Wer. Ach nee, ich meine Gary Oldman mit Darkest Hour, okay. War aber auch ich wusste, dass ich das nicht daran habe ich gerade gedacht, daran dachte ich gerade. Meine Top 8 ist schon wieder ein Netflix-Film, aber diesmal nicht der Dirt. Es ist wieder eine Buchverfilmung von einem Buch, das ich wieder gelesen habe. Ich habe nur Buchverfilmung. Jetzt kommt schon Irishman. Ja, mir kommt nämlich jetzt schon die Irishman.
Muss ich gestehen. Weil es davor auch viel anderes Zeug gab, was mir gut gefallen hat. Ich bin nicht so gut in die erste Stunde reingekommen, in dieses große, große Epos, das, wie gesagt, ein schöner Schlussstrich ist unter so eine, unter diesen Abschnitt der Filmografie von Martin Scorsese als Mafia-Filmer. Du hast mich mal im Podcast gesagt. Das ist gerade so, als wäre der Mann tot. Nein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir wissen ja, der nächste Scorsese-Film wird was aus dem MCU. der nächste Scorsese ist wieder hier mit Leo, ne? Mhm. Habe ich gehört. Stimmt, ja. Auf jeden Fall fand ich das einfach grandios, eine grandiose letzte Stunde vor allem. Wir haben auch schon drüber gesprochen im Podcast. Die erste Stunde hat uns beiden nicht so gut gefallen. Ich fand eine Stelle mega gut, die einfach für sich genommen so ein perfekter Minifilm ist. Es ist die, in der er sich eine Waffe aussucht und erklärt, wie man so einen Überfall plant und ihn den auch durchführt und sagt, nein, du brauchst eher eine große Waffe und dann brauchst du eine kleine. Und das ist einfach so grandios gefilmt und inszeniert und gespielt. Das fand ich einfach fabelhaft. Was mir nicht so gut gefallen hat, und man darf auch meckern bei der Top 10, war diese Verjüngungstechnik. Ich weiß nicht, da war ich einfach irgendwie im Uncanny Valley gefangen. Also vor allem halt, als er, also zur Verjüngung, auch wenn er 50 ist, wurde er ja trotzdem jünger gemacht. Da ist mir nicht ganz so arg aufgefallen, aber bei den jungen Szenen, wenn er dann im Krieg ist und so, fand ich das irgendwie, weiß nicht, war irgendwie strange. Mhm. Aber ich glaube, und ich habe mich jetzt festgelegt, was ich noch komischer fand, waren die blauen Augen. Robert De Niro mit blauen Augen fand ich irgendwie voll, das war irgendwie nicht, das ist nicht der Robert De Niro, den ich kenne. Hat der eigentlich in echt blaue Augen? Nee, der hat dunkle Augen. Warum hat man die blauen gemacht? Das ist ein bisschen wie Harry Potter. Das ist normalerweise grüne Augen wie seine Mutter, Lily Potter. Ja. Nee, weil die, ja, einfach um näher an der Vorlage zu sein. Ich weiß gar nicht warum. Ich fand es einfach unglaublich komisch. Und habe mich da mehr geärgert. Also ich war nicht geärgert, aber ich war irgendwie irritiert davon. Aber davon abgesehen war es schon echt ein geiler Film, der vor allem, wie gesagt, ein grandioses Finale hat. Und ich habe dadurch auch wieder viel Geschichtliches gelernt. Also es war, ist ja wieder so ein Film, der sich eine Zeit oder eine Epoche besser nimmt und dann irgendwie einordnet. Klar, mit so einem Mafia-Einschlag, aber trotzdem irgendwie ganz interessant da zu sehen, wo die Cosa Nostra überall ihre Finger im Spiel hatte. Können wir ganz kurz eine Lanze dafür brechen, wie gut eigentlich tatsächlich die Rolle von Anna Paquin ist. Ja, auch wenn es ja, da definitiv viel Backlash gab. Also, The Irishman ist leider nicht in meiner Top 10, obwohl ich hier wahrscheinlich der größte Scorsese-Fanboy am Tisch bin. Glaube ich. Aber mir das wird noch zu diskutieren sein, nach meiner Top 10. Beim ersten Mal gucken war es irgendwie, ich fand ihn gut, ja, aber ich fand ihn auch überlang und keine Ahnung, mir hat manchmal so ein bisschen, also auch wenn er die Scorsese-typischen Elemente hat, hat es mir teilweise ein bisschen gefehlt. Ich finde übrigens, es ist ein Witz, dass Robert De Niro nicht für einen Golden Globe nominiert ist. Und Anna Paquin fand ich grandios, weil dadurch, dass sie nichts sagt, also auch wenn das jetzt klischeehaft klingt, sagt die halt so viel. Ja, ja, ja. So, und das die ganze, ist, so die, dieser stumme Beobachter, der dann einmal in diese einen Situation sagt, was sagst du noch, wenn er dann telefonieren geht, so, warum tust du das oder so? Das, sie sagt ja einfach nur, why? So, glaube, und ja. Allein dieses Stottern immer wieder von Robert De Niro, das ist schon Weltklasse gespielt. Also ja. Vielleicht doch noch in deiner Top 10. Nee, aber grundsätzlich auch einfach diese Gnadenlosigkeit, wie mit dem Mafia-Genre umgegangen ist, das war einfach toll, weil die anderen Scorsese-Filme ja auch immer eher so die Mafia mitfeiern. Man kann vor allem dann an das Ende von Goodfellas denken. Naja, die Mafia wird nie gefeiert in Scorsese's Film. Naja, aber sagen wir mal so, mindestens Ray Liotta hat mindestens Freude daran, an diesem Macht und an der Geilheit und an dem ganzen Geld. Ja klar, natürlich setzt er sich ja damit auseinander, aber er geht ja immer wieder hin und lässt die Leute dann wirklich da dran zerbrechen. Natürlich, ja, na klar, aber trotzdem, wenn du dann Goodfellas nimmst, dann ist es doch eher so, dass es mitgefeiert wird und dass er sich darüber ärgert. Der dann macht halt mehr Spaß insgesamt beim Zuschauen. Ja, ja, aber ich würde schon sagen, dass er da schon gewisse Sympathien hat. Ich glaube, darüber müssen wir nochmal diskutieren. Das können wir gerne machen. In der Top 10. Sehr, komm, sag deinen Scheiß Goodfellas. Wenn du schon die Filme von anderen reviewst, dann gib dir jetzt bei deinem eigenen wenigstens ein bisschen Mühe. Ja, ich bin egal was kommt, ich kritisiere es jetzt. Ja? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich 7 und 8 doch nochmal tausche, aber ich lasse es jetzt so, wie es drin ist. Auf Platz 8 ist Booksmart. Ist es das Regiedebüt von Olivia Wilde? Ja, Regiedebüt, ne? Ah, du hast den gesehen. Und der ist wirklich, der ist so fucking hilariös. Ist der, also man kann es natürlich nicht vergleichen, aber ist der so Superbad? Der ist ein bisschen wie Superbad, aber nicht, also ich finde Superbad halt einen Tacken geiler, weil Superbad auch ein bisschen. Man wird dem Film nicht gerecht, wenn man sagt, das ist Superbad mit Sau. Nee, null, weil der hat ja einen eigenen Charakter, der hat einen eigenen Inszenierungsstil, der hat diese Drogensequenz, die Drogensequenz ist so lustig und der hat eine wahnsinnig geile Schauspielsequenz, wenn sich die zwei besten Freundinnen nämlich ganz böse in die Haare kriegen, ja, die und das ist wahnsinnig geil gespielt, wahnsinnig geil gefilmt und keine Ahnung, also es ist, natürlich sind dann auch immer so ein paar
ich sag jetzt mal so, die Teenie-Klischee-Sachen drin. Der und derjenige ist den und den verliebt und dann kommt raus, oh nee, derjenige will uns nicht und dann passiert das und das. Aber ja, man kennt das. Es wird dann immer wieder lustig gebrochen und es gibt, also ja, großartig, wirklich top geschrieben, top gespielt, Musik, Inszenierung, alles mögliche. Da sind auch schon Gags am Anfang dabei, wenn dieser Typ von der Theatergruppe kommt und so, das ist ja gloriös. Übrigens, sehr definitiv ein Film, wo ich auch noch gucken muss und sehr erwähnenswert, dass er die, wie heißt die zweite Hauptdarstellerin? Beanie Feldstein ist Beanie die Schwester von Jonah Hill. Die hat eine Golden Globe Nominierung bekommen für diesen Film. Das wäre vor 10 Jahren zu Superbad-Zeit noch undenkbar gewesen. Obwohl James Franco damals für Ananas Express gut vollkommen zurecht. Wobei ich die andere Hauptdarstellerin, ich weiß nicht. Caitlin Denver. Stimmt, so. Oder Diva, glaube ich. Diva, einfach ohne N. Aber ist egal, die hat ja in diesem, wie heißt es, Unspeakable oder so, in dieser Serie, dieser Netflix-Serie, diese, wo sie ein Mädchen spielt, das vergewaltigt wurde, niemand glaubt ihr, da hat sie eine Globe-Nominierung und ich finde, die ist auch wahnsinnig geil in Booksmart. Also beides richtig großartige Schauspieler, definitiv. Max. Leider. Ja, aber jetzt wird's strange bei mir. Stranger Things. Auf Platz 8 ist Speechbum von Harmony Korine. Also ich habe mir den tatsächlich gestern noch angeguckt, weil ich dachte, ey, damals... Zum ersten Mal oder? Zum ersten Mal, ja. Weil ich damals 2012, als glaube ich Spring Breakers ultra gefeiert habe. Galt ja auch als der zugänglichste Film vom Regisseur und den fand ich auch richtig, richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Und Beach Bum ist vom Setting auch wieder in Kalifornien angesiedelt, im... Keys, das ist so ein Gebiet irgendwie in Kalifornien, wo sich relativ viele Trophys aufhalten. Und Matthew McConaughey spielt da, wenn man überhaupt eine Handlung sagen will, einen Trophy, der irgendwie einen Roman schreiben muss, damit er das Erbe von seiner Frau antreten kann, weil die nämlich gesagt hat, du kriegst nie was fertig, du musst jetzt den Roman fertig schreiben, sonst kriegst du mein Erbe nicht. Die Handlung ist eigentlich völlig nebensächlich. Ich sage nur mal den Cast, da spielen noch mit Snoop Dogg in der zweiten Hauptrolle. Zac Efron, Martin Lawrence, noch tausende andere, die irgendwie in ganz kurzen Episoden auftauchen. Das ist wie so ein Drogen-Roadtrip. Der muss dann irgendwie, trifft er in einer Entzugsklinik neue Leute, die dann einen kurzen Abschnitt auf dem Weg begleiten, indem er diesen Roman fertig schreibt. Und das schön Schreckliche an diesem Film ist, der hat überhaupt keine Moral. Der wird da in dieser der kifft sich weg, aber das ist kein schlimmer Kiffer, sondern das ist halt so einer. Übrigens, diese Bongs, die da auch in dem Film drin sind, das sind so Dinger. Ich habe noch nie solche Bongs gesehen. Was denkst du, warum Snoop Dogg mitspielt? Ja, ich habe die alle gespannt. Ich müsste zu Hause, 99% der Szenen, wenn nicht in jeder, trinkt Matthew McConaughey was oder raucht was. Wirklich in jeder Szene. Der ist immer drauf. Dann kommt er in eine Entzugsklinik, um sein Leben klarzukommen und ist dann nach einem Tag schon wieder ausgebrochen. Das wird doch überhaupt nicht sanktioniert vom Film, sondern die laufen dann mit Zac Efron, der trifft auch, Zac Efron ist auch viel schlimmer drauf, der hat irgendwie Paranoia und schlägt dann einem der Flasche über den Kopf und klaut sein Geld, wo du denkst, fuck, wo, soll da jetzt noch irgendwas moralisch sein? Oder das finde ich jetzt, Matthew McConaughey war eigentlich so nett, aber was machen die jetzt? Drauf geschissen. Das wird einfach so dahin meandriert, was die machen und es gibt wirklich keine Moral da drin. Sondern es kommt mir so vor wie bei Spring Breakers, dass Harmony Korine da saß, bekifft und einfach die Kamera hat laufen lassen, was ihm Unrecht tun würde, denn er hat schon so eine verdrehte Vision von dem, was er zeigen will, von diesem Lebensstil, von diesen Kaliforniern, die einfach sich nicht der Gesellschaft, den gesellschaftlichen Normen beugen lassen wollen und lieber den ganzen Tag drauf sind. Aber es ist halt so amoralisch zu dem, was du Leuten eigentlich zeigen würdest. Also es ist wirklich, am Ende bekommt er natürlich alles Geld, indem er sich mit einer neuen Wunderdroge bekifft hat und ihm hilft, dass er wirklich einen Roman fertig schreiben kann. Der Roman ist komplett verwirrend, gewinnt aber den Pulitzer-Preis. Das ist ja schon Kritik genug, das ist ja schon großartig. Das ist super lustig. Mal abgesehen von den Sprüchen, das will ich gar nicht jetzt exerzieren, was da geredet wird, was der Matthew Connery für Gedichte vorträgt, was der Zac Efron, ich glaube, Zac Efron ist 15 Minuten in diesem Film und alles, was er sagt, macht keinen Sinn oder ist gelogen. Das ist immer nur Quatsch und so. Und am Schluss bekommt er dann das Geld und ohne, ich setze mal eine kleine Spoilermeldung, aber natürlich geht er dann auf ein Boot, um zu feiern, dass er das Geld hat, schießt einen Feuerwerkskörper aufs Boot, das sind 50 Millionen Dollar verbrennen auf dem Schiff und er springt runter, zündet sich eine an und hat so, Mann, war das ein Trip. Und so endet der Film. Und so endet dieser fucking Film. Der ist wirklich sehr... Ich hab eine neue Top 1. Der ist wirklich nicht sehr... Nicht mal gesehen, aber schon geliebt. Ja. Gar nicht
lustig so. Also du merkst auch, es ist keine Hinführung zu Gags oder so. Es ist halt einfach, du wunderst dich über die Skurrilität dieses Films. Das ist bei 08. Ich finde das, jetzt wo ich es nacherzähle, noch geiler, ey. Ja. Ich finde, Max hat diese Fähigkeit, Filme, die man nicht sehen wollte, irgendwie dann doch gut sehen. Kaufen, ja. Auf Platz 1, ich habe euch eben schon mal kurz von dem Film erzählt, aber viel Spam. Aber nein, nur noch mal kleine Empfehlung. Auch wirklich Geheimtipp, die Episode mit Martin Lawrence ist für sich genommen unfassbar lustig. Ich will nichts verraten, es ist unfassbar lustig. Ich würde so gerne erzählen, ich kann nicht. Und Zac Efron hat sich einfach in den Bart ja wirklich von oben bis unten kleine Streifen reinrasiert, bis hier oben hin. Das sieht so skurril aus, es ist super. Gut, bevor du dich in Rage ich habe ja gesagt, ich doch noch die Martin Lawrence Episode verrätst, dann mache ich mal weiter, denn mein Platz 8 ist Once Upon a Time in Hollywood. Immer so ein bisschen die Reaktion abwarten. Keine Reaktion ist auch okay. Viel zu hoch. Was hattest du, 9 oder 10? 9. ja, ich mochte den Film. Ganz im Gegensatz, ich habe ja eben Tee gemacht. Ich habe dann ganz genau gelauscht, was du gesagt hast. Im Gegensatz zu dir, muss ich sagen, hat mich das Ende halt schon arg verstört. Also auf der einen Seite sage ich, ich glaube, ich habe wenige Momente im Kino dieses Jahr gehabt, wo ich mehr so ein Affektlacher hat, wie als Leonardo DiCaprio dann den Flammenwerfer rausholt. Hans geht zu Flammenwerfer. Ah doch, stimmt. Er war stimmt. Ja. Er nimmt. Ja, doch. Das war wirklich der most random Moment. Aber auch der beste Payoff-Moment aller Zeiten. Check Oscar. In die 5 Fäuste des McCloskey, ne? Die 5 Fäuste, das ist ja echt, dass der Tarantino als hätte er in der Zeit gelebt und hätte sich diese auch sowas wie die Jackie Chan-Filme, der Superbomber mit der schnellen Faust oder sowas. Genau sowas kann der auch erfinden. Aber auf der anderen Seite empfand ich auch dieses Gewaltding dann irgendwie zu exzessartig und vor allem auch dann, ich weiß nicht, so Thema Gewalt an Frauen und so. Ich komme da irgendwie, ich weiß nicht, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber, deswegen ist er ja auch in der Top 10. Ich hatte einen großen Spaß damit und dass Tarantino sich so, also bei Hateful Eight habe ich gedacht, ich verstehe nicht, was er da macht. Und jetzt habe ich aber plötzlich gemerkt, so, okay, jetzt ich. Jetzt verstehe ich Hateful Eight. Jetzt, nee, das werde ich nie verstehen, was da passiert ist. Aber dieses quasi, dass er sich da so irgendwie so in diesem Hollywood so ein bisschen suhlt und auch so ein bisschen reflektiert und so ein bisschen mit dem Medium spielt. Und das fand ich wirklich, wirklich interessant und fand ich spaßig. Und dann auch die Einzelszenen halt auf der Farm, wo ich dann auch mir nicht sicher war, was passiert da jetzt, wohin geht das und so. Und spannender Film, bei dem ich auch mich tatsächlich drauf freue, den dann mal wieder zu gucken und zu gucken, was dann so passiert für mich, wie ich darauf reagiere. Wir hatten ja im Podcast auch drüber geredet. Lange und dieser, drei Stunden. Dieser Märchenaspekt, der dem doch dann irgendwie innewohnt, am Ende des Tages, fand ich cool. Schon ein starkes Frauenpaar mit Booksmart und mein Platz 7 ist nicht Booksmart, aber ein anderer Film mit zwei sehr, sehr starken Hauptdarstellerinnen. Es ist insgesamt ein Trio, vor allem es ist Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ich habe ihn gesehen und genossen gehört. Und war fabelhaft. Es ist ein Kunstfilm, in dem Film geht es darum, dass ein Porträt angefertigt werden soll von einer Dame. Eben dieses Porträt soll dann nach Mailand verschifft werden und dann entscheidet sich eben ein Kaufmann in Mailand dafür, die Dame zu heiraten oder nicht. Trinkt mehr Tee, dann wirken wir wenigstens schlau. Genau. Und über den Film entspinnt sich dann so eine Liebesgeschichte zwischen der Porträtistin und der Dame, die porträtiert werden soll. Das geht ganz langsam und ist ein sehr bedächtiger Film, ein toller Liebesfilm, der also einerseits auch diesen Kunstaspekt natürlich hat, auch diesen Darstellungsaspekt, wer stellt eigentlich dar, weil es halt eben eine Frau ist, die eine Frau malt und es geht auch um gleichgeschlechtliche Liebe. Und das Interessante ist an diesem Film, dass der alles andere als objektivierend ist. Natürlich werden irgendwie Frauen dargestellt, aber es ist nicht so, dass man denkt so, oh geil, die Hetero-Fantasie, dass jetzt endlich zwei Frauen zusammen im Bett turnen oder was, sondern das wird alles sehr bedeutsam und sehr behutsam gemacht und ich fand das einfach wundervoll erzählt und auch irgendwie so mitreißend auf seine ganz eigene Art. Davon abgesehen ist mindestens einer der Hauptdarsteller das Meer. Da sind so tolle Landschaftsaufnahmen, allein von diesem Meer dabei, in der Bretagne oben in Frankreich spielt das. Ich glaube, Emma Siakam heißt die
bin mir gerade nicht ganz sicher, die Regisseurin, die hat auch hier gemacht, Mein Leben als Zucchini, glaube ich. Ach, den Stop-Motion-Film. Genau, ja, der ist auch relativ kurz, ne? Das ist ja, der ist schon sehr, sehr bitter. War der nicht sogar Oscar nominiert? Der war bei den, genau, bei den Animationsfilmen. der ist ein stärkeres Drama als der hier und vor allem Porträt einer jungen Frau in Flammen oder auch einfach nur Porträt genannt, der hat ein wundervolles Finale, da musste ich mir auch eine kleine, also keine Träne verdrücken, sondern da ist eine kleine Träne aus meinem Knopfloch gerutscht. Weil ist das einfach, jetzt eine Metapher? Ja, das klang irgendwie falsch. Das klang tatsächlich sehr falsch. No sexual implications. Da ist eine kleine Träne aus dem Knopfloch gerutscht. Hey, Baby. Nein, ja. Auf jeden Fall richtig politisch korrekt, der autistische so, Mensch. Ja, und vorher noch so, ja, da gibt es eine Liebesszene zwischen zwei Frauen, aber das ist nicht sexualisiert. Nicht sexualisiert, aber am Schluss, mein lieber Scholli. Mein Knopfloch hat sich gefreut. Aber wenn ihr den noch nicht gesehen habt, wirklich eine große Empfehlung. Er ist, wie gesagt, langsam erzählt, muss man sich drauf einlassen, aber ich finde, dass er den Zuschauer sehr schön in seinen Bann ziehen kann. Also dicke, dicke Empfehlung. Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und eine tolle Musikszene auch. Ganz toll. Ja, was sind wir? Platz 7 sind wir, ne? Denke schon. Der Leuchtturm. Mm. Hat den jemand das gesehen? Nein, leider nee. Nicht. Das ist echt ein krasses Ding. Das ist irgendwie so. Das ist wie Beachbump in Schwarz-Weiß. Genau, halt echt, der gleiche. Ich habe jetzt nochmal einen 4:3-Film drin und dann ist der auch noch schwarz-weiß und es gibt auch so eine Szene, die ist quasi als Stummfilmszene gedreht. Und das ist wahnsinnig geil, wie der, helf mir, wie heißt der Regisseur? Robert Eggers, ne? Von The Witch. Hast du The Witch gesehen? The Witch habe ich auch gesehen, ja. Und der ist auch geil, aber der wird halt irgendwann abgefahren, so. Und der Leuchtturm ist halt immer abgefuckt. Und es wirkt irgendwie so, ich habe mir gerade mal überlegt, wenn ich das beschreiben müsste, ich glaube, es ist echt so, als hätten Friedrich Wilhelm Murnau und Stanley Kubrick und H.P. Lovecraft zusammen den Film gemacht. Dann kommt der Leuchtturm raus und es ist echt, du verstehst kein Wort, wenn du den Film nicht mit Untertiteln guckst. Wir haben den Original mit deutschen Untertiteln geguckt und es ist, ich kann es gar nicht mehr beschreiben, das ist nicht ganz hypnotisch oder so, aber irgendwie schon und es hat halt irgendwie so Dark Fantasy Elemente und ganz viel sexuelle Untertöne und so und manchmal wünscht man sich vielleicht, dass ein bisschen mehr von diesem Wahnsinn und Gewalt und Sexualität und alles, dass das irgendwie ein bisschen mehr erklärt wird, aber auf der anderen Seite ist es so geil, dass es halt einfach so stehen gelassen wird und es ist, also wer es noch nicht wusste, Robert Pattinson ist ein geiler Schauspieler und Willem Dafoe ja sowieso. Aber was noch krass ist als Funfact, die haben ja scheinbar diesen Leuchtturm gebaut. Die haben das ja scheinbar wirklich auch irgendwie an der Küste gedreht. Genau, ja. Und der wird ja sogar funktionieren, dieser Leuchtturm. Und dieses, wenn das ist halt noch die Leute nach oben lässt. So Meerjungfrauen-Thematik, Sexualitätsding drin. Und alles, also es ist so nee, gaga, irgendwie, was da passiert. Aber auch so großartig. Und also ein wahnsinniger Ritt, wirklich. Und natürlich, man muss sich drauf einlassen, es ist halt schon ein Film, der sagt, ich bin Kunst, guck mal. Ja, aber geil. Aber er ist Kunst, guck mal. Guck den noch Max. Mal. Max? Ich habe auch Robert Pattinson. Oh, auf der 7, aber einen anderen Film. Komm mal weiter ans Mikro. The King, so, The King. Nee, den Kurzfilm. High Life. Stimmt. Von Claire Denis. Von Claire Denis, genau. Ich hatte noch vorher noch gar keine Erfahrung mit ihr, das war so mein erster Film und grob ist es diesmal ein Science-Fiction-Film, der eine Strafkolonie, die in den Weltraum geschossen wurde, in so einem viereckigen Raumschiffkasten begleitet, die ein schwarzes Loch erforschen sollen, denn die zum Tode Verurteilten können ja mal ruhig im schwarzen Loch nachgucken, ob es da was zu holen gibt, weil um die ist es ja nicht schade. So nach dem Motto ist auch die Prämisse, die da irgendwie eine Rolle spielt und Robert Pattinson spielt da drin eben auch einen Gefangenen, der gleichzeitig sehr gläubig ist. Ich weiß auch gar nicht, also das Ding an dem Film ist, ich habe im Gegensatz zu Beachbum, wo es nicht schlimm ist, wenn man nichts versteht, steckt hier sehr viel drin, wo man sich dranhangeln kann und versucht, eine Bedeutung rauszudestillieren. Hauptsächlich geht es viel um Sexualität und wie Sexualtrieb so zum bestimmenden Merkmal wird, wenn du sonst nichts hast. Ist jetzt dein Platz 7 nichts mit Sexualität. Warte, ich muss mal gerade kurz gucken. Das ist das Thema. Also, ja, und es, also wirklich, es spielt noch mit Mia Goth, die man vielleicht von Suspiria gerade aktuell kennt. Juliette Binoche spielt eigentlich so die zweite große Hauptrolle. Die spielt die Wissenschaftlerin auf dem Schiff, die dauernd probiert, sich fortzupflanzen. Und es gibt da auch so einen Sexraum, wo sie irgendwie in so einer ganz
wirklich virtuos inszenierten Szene auf so einen Bullen oder so ein Gerät reitet, was praktisch zur Selbstbefriedigung dient. Und sie ist halt dauernd darauf bedacht, das Sperma von Robert Pattinson zu bekommen, um sich fortzupflanzen, was am Ende auch klappt. Also klingt extrem wirr, ist aber wirklich so ganz in diesen primitiven Strukturen, was noch eine Rolle spielt, wenn du nichts mehr hast. Und sie steuern ja wirklich nur auf eine ungewisse Zukunft, dieses schwarze Loch zu. Und ich hätte den Film normalerweise nie in die Top 10 genommen, weil ich echt das Gefühl habe, ich habe den nicht verstanden. So, ich wusste nicht genau, wo will der jetzt hin. Und ganz am Schluss gibt es dann aber eine Szene von dieser Darstellung vom schwarzen Loch, ohne dass ich zu viel zu verraten. Das wurde erstmal handwerklich, hat man sich da ganz viel Neues einfallen lassen, wie man sowas darstellt. Obwohl es mich zum Beispiel an den Film Contact damals erinnert hat. Und das war auch deshalb hat es mir so gefallen. Das Ende war so rund, dass es vieles, was ich mir vorher so zusammengereimt hatte, plötzlich für mich in den Kontext gestellt hat. Dann wirklich so, es gibt vielleicht noch mehr als das, was ich mir. Ja, wenn du noch einmal am Schluss so eine Klammer hast oder so, unterm Strich ist es das. So, dann ja, hat man also auch bei David Lynch. Aber nicht mal, dass du das, glaube ich, für jeden sagen könntest, ja, dass das Gleiche rauskommt. Aber diese, es hat so wie was erlösendes Moment für die Filmfiguren und für dich, wenn sie schließlich zu diesem schwarzen Loch gelangen, weil vorher ist wirklich viel Destruktion, sexualisierte Gewalt und ein sehr komplexer Film. Ich weiß noch, wir waren im Outhouse-Kino und hinter uns sind die Leute aufgestanden und haben gesagt, was war das für ein Rotz und so. Also auch wirklich Publikum, wo du eigentlich gedacht hättest, dass die das ein bisschen differenzierter sehen. Deswegen habe ich dann schon gedacht, ich weiß nicht, ob man das nur als Rotz bezeichnen kann. Wie als wir zwei im Blaust eine warme Farbe drin waren im Arthouse-Kino und hinter uns Eltern, Geschlechtsverkehr. Also, wo wir dabei sind. Ja, High Life ist einfach eine Seherfahrung, die man, glaube ich, gut mal machen kann, ohne dass man jetzt erwarten kann, dass da ein Meisterwerk rauskommt. Und es spielt Lars Eidinger mit. Der Unvermeidbare. Ja, der Unvermeidbare in französischen Film. Unser DJ. Genau, wie heißt dein... DJ Lars Eidinger? Ja, nee, so, keine Artistic Disco oder so heißt seine. Ah, ja, stimmt. Ja, ist ein Seemfilm. Gut. Ich habe jetzt Max nicht zugehört, weil ich die ganze Zeit versucht habe, irgendwelche sexuellen Implikationen aus meinem Platz 7 rauszukitzeln. Das schaffen wir. Gemeinsam. Es ist nicht so schwer, ich will aber das Offensichtliche gar nicht jetzt rausholen und erstmal einleiten damit, dass das jetzt tatsächlich der erste Film ist, wo ich wirklich so dachte, der muss in die Top-Liste. Wegen dem Sex. Weil ich ihn auch gesehen habe, wo er hingehört sozusagen, denn ich habe ihn im Sommer in London gesehen. Es ist nämlich Rocketman. Rocketman! Es ist das Biopic-Musical-Dingensbummens-Drama über Elton John und über Elton Johns Leben. Ich wollte jetzt schon sagen Leben und Tod, um Gottes Willen. Gott habe ihn selig. Also ihm nicht. Also, oh mein Gott. Tarantino-mäßig vorausgegriffen. Dein Platz 6. Ja, und der Film war, Alter, du überlegst, ob es was mit Sexualität ist. Ja, ich sag doch, das ist doch, das sagen wir ja. Ich sag doch, es wäre aber jetzt zu offensichtlich, dass wir sagen. Vielleicht das Einzige, was man noch dazu sagen kann, ist, dass Bohemian Rhapsody ja vielleicht so ein bisschen dafür kritisiert wurde, wie er die Homosexualität Freddie Mercurys porträtiert hat. Und hier gehen sie einfach all in, muss man wirklich aber sagen. Aber was ja auch geil ist. Was ja auch wirklich geil wirklich ist. Und der Film war, und das ist das Geile, experimentell, fremd an Formelhaftigkeit, vielleicht nicht unbedingt, er war schon irgendwie sehr, lustig, auf eine lustige Art mainstreamig, aber irgendwie dann doch so eine gute Erzählstruktur und vor allem, und das ist eben mein Point, es war ein geiles Musical einfach. Es war ein richtig geiles Musical und da gab es wirklich ein paar Szenen, wo du dann weißt, wo dann auch vorweggegriffen wird, da und irgendwann kommt es dann zu der großen, zum großen Klimax und dann liebst du quasi Elton Johns Leben nochmal innerhalb von einem Rocketman durch. Und es war ganz, ganz toll. Also 2001 am Schluss. Ein Musical, das in diesem Jahr besser ist als Cats. Das weiß ich nicht. Das ist halt das Problem. Ne? Also das werde ich auch nie herausfinden. Weil Rocketman nicht guckst. Ich habe mir aber die auf dem Rummel oder was, diese Musical-Szene angeguckt. Bei Cats? Bei Rocketman. Da gibt es doch vielleicht war es auch extra nur für ein Musikvideo, aber da gibt es mit Taron Egerton so eine Szene, wo er als Kind anfängt, dann als Jugendlicher auf so einem Rummel oder sowas. Ja. Das war sehr beeindruckend. Ja, richtig, richtig geiles Ding. Und Dexter Fletcher, der Regisseur von Eddie the Eagle, wo er auch schon, der war richtig geil. Der war richtig gut. So ein Scheiß gucken wir uns zusammen an. Und der hat ja dann auch schon die Reshoots zu Bohemian Rhapsody gemacht. Stimmt. Was? Taron Egerton guckt ja nur die ganze Zeit so. Dexter Fletcher hat ja auch schon hier die Reshoots von Bohemian Rhapsody gemacht und hat dann jetzt sein Herzensprojekt umsetzen dürfen. Und das ist cool. Schön. Und deswegen Rocketman. Rocketman! I think it's gonna...
Mein Platz 6 ist wieder ein starkes Frauenduo. Es ist nämlich auch Booksmart. Den fand ich auch unfassbar witzig, mega geil. Ich will nur sagen, die Taxi-Szene mit der Musik. Also, steckt niemals euer Handy. Ist das ein neuer Song von Nicki Minaj? Naja, also funny. Und ja, der Vergleich mit Superbad ist, glaube ich, auch nicht so angebracht. Wie random ist eigentlich Billy Lord in dem Film? Stimmt. Ja. Auf jeden Fall, also, hast du ihn auch gesehen? Hast du nicht gesehen? Ich weiß, dass sie drin ist. Bitte? Ich weiß, dass Billy Lord weiß, dass sie dabei ist. Auf jeden Fall, die Szene, wenn sie zu diesem Abschlussball wenn sie zur Rede kommen, mit dem Auto gefahren, ein emotionaler Höhepunkt, aber auch einfach mega pratzgeil. Ist ich super, immer, super knackiger Film. Nee, wirklich toll. Die ist und stark. Auch, wie gesagt, musikalisch wirklich mega inszeniert. Also ich bin hin und weg, fand Booksmart mega super und der war auch, ist auch relativ kurz. Ich glaube, der hat nur 1:40 oder so. Ja, so und ist ein schöner Ritt, wirklich. Ich ärgere mich echt tot, ne? Ich habe nämlich die Tage noch, du wirst es bestimmt wissen, auf Twitter rumgefragt, so, ich brauche noch Top 10 Filme. Ich konnte dir nichts sagen, ich habe selber so wenig. Richtig, und ich habe dann wirklich die Leute gefragt, so, empfiehlt mir mal noch was, und dann haben auch Leute Booksmart empfohlen. Ich so, stimmt, ich habe den immer noch nicht gesehen. Ja, nee, wirklich. Ich habe es jetzt auch einfach nicht mehr gepackt. Wo, ist schon mega. Aber es ärgert mich halt tot, weil ich wirklich auch denke schon, allein schon von, wie er auf mich wirkt, dass ich, scheiße, der wäre wahrscheinlich irgendwie drin gewesen. Nee, der ist schon pfiffig, also der ist sehr modern und spielt auch kokettiert um diesen ganzen modernen Political Correctness Schemen und so, also wirklich super geil. Mein Platz 6, wahrscheinlich, ich bilde mir jetzt nichts drauf ein, ich habe es nur gestern per Zufall gesehen, es ist, glaube ich, der einzige Film, den wir jetzt heute nennen, der 100% bei Rotten Tomatoes hat. Oh. Ratet? Blinded by the Light. Nee, es ist They Shall Not Grow Old, die erste Weltkriegsdokumentation von Peter Jackson. Keine Dokus hier. Wahnsinnsding. Dokus, gell? Wirklich, einfach ein Wahnsinnsding, also wie die es geschafft hat, also ist eine Restaurierung, das, ne? Restaurierung, ja, die haben das Ding halt nachkoloriert, die haben Lippenleser engagiert, damit die das halt wieder, mega, also du siehst den Krieg nicht nur visuell, sondern du hörst ihn auch. Und das ist, also nicht nur über Lippenleser, sondern natürlich auch, man hat geguckt, dass man Geräusche für Explosionen nimmt und so, oder was könnten sie jetzt reden an Befehlen und sowas. Also es ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen künstlerische Freiheit, ein bisschen spekuliert, aber immer noch begründet spekuliert, sage ich jetzt mal. Und das wird ja, du kommst ja nie raus aus diesen Originalaufnahmen. Also die haben mit Archivmaterial, mit Interviews, die sie geführt haben mit Veteranen, die haben sie halt runtergelegt, aber nur als Voice-Over. So, und dann sind da auch mal Leute, die sagen, ja, also ich fand den Krieg eigentlich ganz geil. So, ich war da als junger Mann, ich kam raus in die Welt und mir ging es ganz gut. Und da hast du dich am Anfang so gefragt, das ist schon ein bisschen seltsam, aber am Schluss ist der dann wieder so rund, dass er dir dann halt auch echt sagt, so, yo, Krieg ist halt der letzte Scheiß. Und aber du verstehst plötzlich die Leute, du verstehst die ganzen unterschiedlichen Beweggründe, weil es auch so einfach ist, immer nur zu sagen, du pickst dir die raus, die sagen, ja, der Krieg war total scheiße. Du siehst auch, wie scheiße der Krieg war. Also du siehst, wie die dann halt in diesen Schützengräben wirklich, also sich jeder Durchfall, Erkrankung, alles Mögliche eingeholt hat, wie sie da irgendwo nicht gerade durch Niemandsland, aber halt auch über den Schützengraben hinweg auf die Gegner zurennen und dann, also das ist völliger Irrsinn und so erfahrbar war gerade der Erste Weltkrieg halt noch nie und es ist wirklich einfach ein Manifest auch dafür zu sagen, Leute, Krieg ist einfach der größte Scheiß und es ist künstlerisch so unendlich ambitioniert und so gut umgesetzt, wirklich ein Meisterwerk. Großes Ding. Max? Auf meinem Platz 5 ist ein Film, der schon häufiger genannt wurde. Sind wir nicht Platz 6? Platz 6, Once Upon a Time in Hollywood. Ich fand den auch super im Vergleich zu Hateful Eight, war es für mich dann auch nochmal ein Aufschwung, weil Hateful Eight fand ich, glaube ich, auch noch ganz gut, aber auch nicht so stark wie dann Inglourious Basterds. Ich fand den auch gut, aber ja, das war ja auch so, das kam gar nicht in Frage, den in die Top 10 zu setzen. Nee. Ich habe ihn zwar auch reingenommen damals, aber ist einfach zu lang und zu sperrig. Ich fand, mir ist es so vorgekommen, ich finde den sehr zusammenhangslos in einem positiven Sinne, weil ich finde, das sind sehr viele Einzelepisoden, zum Beispiel die Episode auf der Farm, die kannst du eigentlich als eigene Spannungsbogen irgendwie hernehmen, dann die Szene mit Bruce Lee, der Kampf, den ich mir ganz oft angeguckt habe, weil ich den super, super lustig und gut inszeniert finde.
als ich die Kritiken vorher gelesen habe, hieß es dann immer so, es gibt dieses krasse Ende und so, da war ich schon ein bisschen gepumpt und das Ende, das dann kam, fand ich krass, aber ich dachte, es wird noch krasser, ich dachte, es kommt noch irgendwas, deswegen war ich da schon fast ein bisschen enttäuscht dafür vorher, das kam mir alles vor wie so ein GTA-Trip. Du, wenn du ins Auto steigst und machst dann die Musik im Auto an und fährst dann von einem Spot zum anderen, das war so eine schöne Allegorie irgendwie und deswegen, ja, ist er bei mir auf Platz 6. Das war schon. Gut, mein Platz 6, ich mach weiter. Ich schwinge rüber von Elton John, aber bleib in England zu den Beatles. Yesterday. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der den Film gut fand irgendwie. Yesterday. Ich fand ihn sogar richtig, richtig gut. Habt ihr den gesehen? Nee, leider nicht. Du bist auch der einzige Mensch, der ihn gesehen hat. Ich bin der, genau. Ist Danny Boyle, oder? Ja, so ist von Danny Boyle. Danny Boyle. Ganz aktuell jetzt auch an Weihnachten. Das Drehbuch war von hier Richard Curtis, der tatsächlich Liebe gemacht hat. Und das merkt man auch, weil so das zentrale Ding des Filmes ist Liebe. Und vielleicht für die, die es jetzt nicht wissen, von da draußen oder hier am Tisch, das, es geht darum, dass der Hauptcharakter der einzige Mensch auf der Welt ist durch ein seltsames Erlebnis, der noch die Beatles kennt und die Songs der Beatles kennt. Und er ist glücklicherweise auch ein Musiker, der halt ein paar Instrumente kann. Und dann ist so ein bisschen die große Frage des Filmes, nach außen irgendwie, würden die Beatles auch noch heute funktionieren? Und nach innen ist es moralisch fragwürdig, mit sowas dann Geld zu verdienen? Oder was macht es mit dem, dass der dann quasi die Beatles-Songs einfach nimmt und damit... Und der unerwartete Meta-Moment, nachdem er irgendwie rausgekommen ist, ja scheinbar hat der Curtis das Drehbuch so ein bisschen geklaut. Echt? Ja, ja. Es gibt scheinbar einen Autor, der das irgendwie, ich weiß nicht, in einem kleinen Verlag oder sogar selber verlegt hatte und der hatte scheinbar eine ähnliche Prämisse, nur war er da auf einem anderen Planeten oder so, wo sie die Beatles nicht kannten und scheinbar schon teilweise sehr, sehr deckungsgleich. Was das Ganze echt lustig. Ein bisschen unangenehm lustig macht. Darf man sowas? Ja, man darf. Oh yes. Jedenfalls, was aber auch dann doch wieder vielleicht ein Verdienst von Richard Curtis sein könnte, ist, dass der Film an den emotional richtigen Hebeln bei mir gedreht hat, sozusagen. Und vor allem eine Szene gibt es dann, falls doch noch jemand den Film gesehen hat, dann erwähne ich es nur ganz kurz, wo der Hauptcharakter auf ein Landhaus rausfährt und halt jemanden besuchen geht. Und ich dachte nur so, oh mein fucking Gott, das kann jetzt nicht sein, dass das jetzt gerade hier passiert. Und das war so irgendwie der erhabenste und schönste Kinomoment des Jahres irgendwie fast schon. Da muss ich gerade schon wieder schlucken, wenn ich dran denke, Leute. Das nur auf Platz 6, mein lieber Scholli. Ja, weil der Film, aber vielleicht kann man daraus noch was dazu sagen, weil er dann insgesamt halt doch schon irgendwie eine Liebesgeschichte ist. Lily James spielt auch noch mit. Ist es Lily? Doch, ja. Lily James, ne? Ich weiß nie. Lily Collins ist die andere, stimmt. Lily James spielt noch mit, die ich auch total mag, aber diese Liebesgeschichte nimmt schon arg viel davon ein und es wird arg viel auch darüber kontextualisiert. Und aber dieses Beatles-Ding und dieses Musik-Ding ist eigentlich das, was ich viel mehr wollte. Davon hat der Film mir zwar genug gegeben, aber ich hätte noch mehr gebraucht oder wollen haben, dann wäre es vielleicht noch weiter nach oben gegangen. Platz 5 wurde schon genannt, das ist Weiß. Es ist auch der Film über Dick Cheney und den fand ich vielleicht manchmal ein bisschen zu anprangernd und ein bisschen zu offensichtlich. Nicht von der Inszenierung her, die Inszenierung ist schon wild und turbulent, auch wie man das schon bei The Big Short gesehen hat. Aber man hat fast das Gefühl, dass Dick Cheney der Grund ist, warum die westliche Welt den Bach runtergeht. Und vielleicht ist das nicht ganz der Fall, das an einer Person festzumachen. Aber davon abgesehen ist er fabelhaft geschauspielert, das muss man einfach sagen, dass da Christian Bale eine mega geile Leistung hat. Er hat auch dieses Jahr noch eine sehr geile Leistung gemacht, nur ein kleines Foreshadowing. Le Mans! Und deswegen Weiß, du hast es schon erwähnt, ich kann da eigentlich auch nicht mehr viel hinzufügen, außer dass der einfach wieder geil ist. Und es ist wieder so ein schönes Stück Geschichte, was toll verfilmt wurde, interessant verfilmt wurde und man da auch irgendwie was, weiß ich nicht, lernen kann, aber zumindest mal sehen kann, wie man das auch anders machen kann, wie man auch mal bunt inszenieren kann. Ich fand ja auch, das war für mich, als ich den Film geguckt habe, eine krasse Offenbarung noch, weil ich habe halt, also ich meine, als der 11. September und all das war, war ich halt 10 oder so, 9, 10 und habe halt George Bush immer als den großen Leader von Amerika wahrgenommen und dieser Film macht halt George Bush wirklich zum völligen Vollidioten. Ja, so viel Story. Der will von Sam Rockwell. Das war sowas von richtig heftig. Hot damn! Ja. Das ist vielleicht auch etwas zu überspitzt,
solche Momente. Aber meine Güte, das ist halt ein Film. Ja. Der darf das ruhig machen. Und deswegen sollte man das dann kritisch genug sehen können. Ich werfe einen letzten Blick auf meine Freunde, weil danach seid ihr es wahrscheinlich nicht mehr. Gut, war gut. Oder? Habe ich jetzt ewig drüber nachgedacht. Ja, es ist unvermeidlich. Auf Platz 5, Platz 5, ja. So, Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Ihr könnt lachen, es ist mir völlig wurscht. Ich habe ihn jetzt mittlerweile zweimal gesehen und ich feiere ihn. Für Star Wars, oder? Exacta Mundo. Ich feiere ihn. Welcher Charakter ist das? Exacta Mundo? Er hat mich emotional berührt. Ich habe Tränen in den Augen. Ich stimme dir in so vielen Punkten zu. Du hast mal gesagt, dem fehlt die Fallhöhe. Korrekt. Du sagst, was macht er mit den Charakteren? Korrekt. Nachdem nämlich The Last Jedi eine brillante Charakterstudie und ein Indie-Film im Blockbuster gewandt ist, wo jeder nur gehatet hat, The Last Jedi ist das Mutigste, was je jemand im Star-Wars-Universum gemacht hat. Findest du das auch? Findest du das auch? Ja, ja. Und wahrscheinlich auch nach 5 und 4 ist The Last Jedi der beste Star-Wars-Film ever. Aber Episode 9, bei allem, was er falsch macht, bei allem, wo er irgendwie Charaktere wieder zu simpel macht und andere Charaktere degradiert und irgendwie teilweise total überfrachtet ist und dann wird hier Episode 1 zitiert, da Episode 3, da wird Episode 4, da Episode 5 und irgendwie ist alles drin und du bist so völlig überwältigt und trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Also ich finde, man erkennt es ganz gut am Score, weil der Score zitiert sich fast einfach nur durch die komplette Star Wars Geschichte. Es sind sehr, sehr wenig neue Sachen drin, so jetzt gefühlt nach zweimal sehen, aber er hat mich so, so glücklich gemacht, wirklich. Und aber noch was, was ich sagen muss, so die ersten 20 Minuten, ich bin beim zweiten Mal sehen, ging's, aber ich habe beim ersten Mal gucken, habe ich gedacht, Alter, was geschieht? Ich raff nix. Es ist zack, 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 zack. Ich habe mich selber gefühlt, als würde ich Lichtgeschwindigkeit stottern. Und das war völlig gaga. Und hat er sich doch überlegt. Und ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Es geht ja in Episode 9 auch wieder drum, dass Palpatine am Start ist. Und das wird halt schon direkt am Anfang etabliert. Und lustigerweise, mein Unterbewusstsein sagt mir so nach einer Viertelstunde, geh raus, das willst du nicht sehen, geh raus. Da habe ich gedacht, oh Gott, der Film hat es echt schwer. Aber ab dem zweiten Akt hat er mich echt drin, weil da sind so viele gute Sachen drin, auch gute neue Charaktere, die aber einfach nicht so sehr zum Tragen kommen, weil wir, glaube ich, auch ein bisschen charakterentwicklungsmäßig verwöhnt sind von Episode 8. 9 wagt gar nichts. 9 geht völlig auf Nummer sicher. 9 nimmt sehr oft einfach nicht die Fäden wieder auf, die 8 gelegt hat. Und trotzdem fand ich ihn geil. Es ist vielleicht ein innerer Widerspruch. Ich gebe ihm auch nach dem zweiten Mal sehen 8 von 10. Vielleicht sitze ich irgendwann in 10 Jahren da und sage, so geil war er gar nicht. Aber ich fand ihn trotzdem grandios. Don't judge me. Und an alle, die sich jetzt fragen, wann kommt er bei mir? Gar nicht. Das ist eine gute Frage. Für ein anderes Mal. Die Filme der Dekade. Ja. Da auf 1. Max, Platz 5. Bei mir ist Platz 5 Spider-Man Far From Home. Weil ich weiß gar nicht, ob wir es hier erlebt haben. Ich schwärme immer von Spider-Man. Ich glaube, ich hatte in den Top 10 nie einen Spider-Man-Film, weil mir damals Homecoming echt nicht so gut gefallen hat. Civil War hattest du drin. Da hast du Civil War. Hast du den auch drin? Nee, den hatte ich damals noch nicht gesehen. Oh, ja, ich hatte den auch nicht gesehen. Den hätte ich auch in den Top 10. Der war sehr gut. Ja. Ich halte Far From Home immer noch für den besseren Spider-Man-Film. Man kann sie aber schlecht vergleichen, weil das ein... Gewagt. Weil ich finde, Far From Home ist so in eine Comedy-Richtung gegangen und so in diese Mysterio-Sache, dass sich irgendwie, man spielt mit der Wahrnehmung des Zuschauers. Das war wie so eine eigene kleine Welt. Das hat sich so von Homecoming entfernt, dass ich das nochmal verdrängen konnte. Ich fand dann, Far From Home war für sich genommen nochmal fast ein eigenes Genre, weil ich den so lustig fand. Ich erinnere an die Szene mit Tony Garn. Spätestens da. Ich war zwar der Einzige, random, der im Kino gelacht hat. Die ist wirklich richtig random. Aber ab der Szene hat er mich voll drin gehabt und ich finde, er hat so ein ganz eigenes Pacing gehabt, was vorher bei Homecoming mir komplett gefehlt hat. Dann hast du super Darsteller, es ist wirklich nie langweilig. Können wir bitte kurz eine Lanze brechen für Zendaya? Wie fucking lustig ja, ist Zendaya? Zendaya ist, wenn man gerade von mutigen Entscheidungen sprechen, also Zendaya als eine Art von Mary Jane zu besetzen, ist eine ganz mutige Entscheidung gewesen, weil ich auch finde, in Homecoming hat sie noch nicht so funktioniert wie jetzt in Far From Home. Es ist immer noch ein schwieriger Charakter, um so eine klassische Love Story reinzuquetschen. Das wurde aber alles sehr gut gelöst. Jake Gyllenhaal ist super als Mysterio. Das Ende fand ich auch richtig, richtig geil, dass man praktisch in diesem ganzen
Mystery-Sachen nochmal eine Wendung reinbringt, die man so nicht erwartet hätte. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und deswegen ist dieser Spider-Man bei mir relativ weit vorne mal wieder. Krass. Mein Platz. Aber das Bild der Lehrer. Das. Die Lehrer. Die Lehrer waren auch scheiß lustig. Also, ja, das meine ich natürlich, ja. Es gab diesen einen Gag mit dieser Witchcraft oder so, irgendwo mit dem Hexer oder so. Ich weiß nicht mehr genau den Dialog, Leute, aber da waren einige richtige Sachen drin. Und ja, ich muss sagen, ich bei dir jetzt auch so reagieren. Ich erinnere mich gerade dran, wie sie halt nichts im Griff haben und immer nur, ich will nach Hause, was soll der Scheiß? Und ich fand am Anfang diese Idee mit diesem Eurotrip ja komplett beschissen. Spider-Man auf Klassenausflug, das fand ich, das ist so Anti-Spider-Man, das ist doch jetzt echt nur, ja, damit man die Fördergelder aus den Städten kriegt, ne, keine Ahnung. Ja, Letzter Film in Venedig vor dem Klimawandel. Das hat dem Ganzen, dass er dann in einer Minute noch in Venedig ist und in der zweiten mit der Deutschen Bahn irgendwie in Berlin rumfährt, das gibt dem Ganzen eine Geschwindigkeit. Alter, wie geil ist das mit der Drohne? Oh Gott, oh Gott, ja, oh Gott. Und das gibt ihm einfach eine Geschwindigkeit, die vorher kaum möglich war in den anderen Filmen. Und hier, der eine Lehrer ist ja der Michael oder Martin Starr. Ja. Der einfach, das ist ein Comedy-Genie, den kenne ich auch aus Adventureland. Ja, ja. Das ist einfach ein geiler Typ. Brille, ne? Ja, genau. Ja. Der war ja in Incredible Hulk noch Student. Ist das so? Wirklich? Wirklich war ja, er da drin. Ja. Da sieht man ihn irgendwie an der Uni studieren oder sowas. Ja. Tja, da hat der MCU-Experte gesprochen. Deswegen ist mein Platz 5 Avengers Endgame. Nee, war ein Witz. Wie das schon der Film der Dekade, ne? Richtig. Mein Platz 5 ist ein Zeugnis dafür, dass ich... nicht das Mann, sondern dass ich mal ein bisschen nicht so doof sein sollte, weil ich habe einfach nur den Filmtitel im Englischen schon gelesen und gedacht so, nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, völlig bescheuert. Was soll ich denn in einem Film Ford versus Ferrari? Hä, Batman wie Superman war schon geil genug. Und nee, ich dachte so, Autorennen, nee, kein Bock drauf. Und ich dachte wirklich, in Ford wie Ferrari, so heißt er ja im Englischen, geht es wirklich um irgendwie Ford. Also Matt Damon spielt den Gründer von Ford, Henry Ford, ist es das? Und ich dachte so, warum soll Christian Bale Enzo Ferrari spielen? Das macht einfach null Sinn irgendwie. Und dachte dann aber irgendwie, habe ich dann gute Reviews zu dem Film gelesen. Das wäre ja gegen so, jede Regel, oder? Was? Oh. Ist das der Unterschied? Ja. Uiuiui. Und auf jeden Fall dachte ich dann gebe ich Le Mans 66, so heißt das er ja auch im Deutschen. Ja. Genau, dann gebe ich dem mal doch noch eine Chance. Und ich hatte einen fucking geilen Abend. Der Film war richtig, richtig geil, obwohl ich hasse Formel 1. Es gibt nichts, was ich langweiliger finde. Oder Autorennen oder Autos oder so. Ich habe nichts für Motorsport übrig. Wirklich. Wenn mich jemand fragt, was mein Auto so kann, dann sage ich, weiß nicht, es hat 4 Reifen und ein Lenkrad. Fährt, und manchmal fehlt ein Nummernschild. Wo wir wieder bei Batman wie Superman sein, weil es war genau danach. Und ich fand den Film richtig, richtig geil. Ich mochte ja, um darauf vielleicht noch zurückzukommen, ich hatte ja mit Logan immer so meine Probleme. Und das ist ja James Mangold, der Regisseur, der jetzt Le Mans 66 gemacht hat. Und ich habe den Film so durchsteigen können. Ich fand ihn so gut irgendwie. Und da waren so ein paar Szenen drin, die so geil waren. Ich weiß nicht, wer hat den Film von euch gesehen? Sie. Es gab so eine Szene, wo quasi Matt Damon dann so einen Vorstand davon überzeugen muss, dass das, was sie machen, das Richtige ist. Und die war so fucking gut inszeniert, genial, ja, mit Vordergrund und Hintergrund und Schärfeverlagerung, wie sich die Kamera bewegt. Und ich habe einfach nur da gesessen und dachte so, oh mein Gott! Und direkt danach kommt einfach eine Szene, in dem sich Christian Bale und Matt Damon im Vorgarten irgendwie prügeln. Und dann es war so geil. Und ich dachte einfach nur so, Mann, dieser Film ist einfach nur, der war einfach nur unglaublich Spaß irgendwie. Ne? Und es war halt dann letztlich auch so ein bisschen, habe ich mich so ein bisschen verwöhnen lassen von dem American Dream Drama, dass es vielleicht dann doch so ein Stück weit ist. Mhm. Aber, und das muss man auch sagen, ich wusste nicht, also ich wusste, dass das auf wahren Begebenheiten basiert, aber ich wusste nicht, was passiert ist. Und dementsprechend hat mich das Ende doch schon in ein paar Ecken ganz schön durchgerüttelt, muss ich sagen. Geiler Film. Mein Platz 4 ist Once Upon a Time in Hollywood, der wurde jetzt schon ein paar Mal genannt. Wir haben ja auch eine riesengroße Podcast-Folge dazu gemacht. Tut mir leid, dass ich jetzt immer darauf verweisen muss. Hat mir so total gut gefallen, war wieder einer der besseren Tarantino-Filme der letzten Jahre nach Hateful Eight. Supergeil. Once Upon a Time in Hollywood. Es ist schade, dass ausgerechnet du als großer Tarantino-Fan jetzt so... Du kannst ruhig noch was sagen. Nee, Gottes Willen, ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich habe mich schon groß und breit über diesen Film ausgelassen. Ich bin von...
es ist immerhin interessant zu wissen, dass man mit Vorerfahrungen an Filme rangeht, ja, und dann eben schon rote Heringe verteilt werden am Anfang des Films oder über Trailer und so. Und das ist auch eine interessante Einsicht, die man durch diesen Film gewinnen kann. Also ich habe ihn gesehen mit jemandem, der überhaupt keine Ahnung hatte, was die Manson-Morde sind oder so, oder was da passiert, was das Kino überhaupt ist. Und dann war das ganz witzig, darüber zu sprechen, weil das natürlich ein ganz anderes Seherlebnis ist. Und das ist die Tarantino-Erfahrung sozusagen. Mhm. Also wenn man viel weiß, kann man auch viel mehr sehen in diesem Film. Viel weiß? Ja, und trotzdem ist es ja immer wieder, und das soll jetzt nicht von der überheblichen Position her kommen, aber es ist immer wieder krass zu sehen, wie halt gerade Tarantino-Filme, ich meine, wir kennen uns ein bisschen in der Filmgeschichte aus und kennen vielleicht 10-20% von dem, auf was er anspielt. Mhm. Und feiern es ja mitunter auch exakt dafür. Und trotzdem sind die Filme im Mainstream so erfolgreich. Ja. Also muss der Mann ja irgendwas total richtig machen, was echt krass ist. Ja, definitiv. So. Markus, du musst gleich los. Ja, ich muss gleich los. Aber jetzt hau doch noch deinen Film raus. Das wird dich freuen. Vielleicht ist das die Versöhnung. Marriage Story. Oh. Na. Oder I heard you ain't spouses. Das hast du mir doch auf Twitter, hast mir das geschickt, dass einer gemeint hat. Noah Baumbach wird er ja wahrscheinlich ausgesprochen, ne? Ja. Hat damit einfach einen wahnsinnig guten Film gemacht, der natürlich getragen wird von, wahrscheinlich von den Schauspieler-Performances des Jahres. Eigentlich, wenn die Oscars eine faire Veranstaltung wären, wird Joaquin Phoenix den Oscar für Joker kriegen, weil er so lange übergangen worden ist. Aber besser in dem Jahr war eigentlich Adam Driver in Marriage Story. Die Kameraführung ist wahnsinnig subtil und wahnsinnig großartig. Es ist unendlich gut geschrieben und ich liebe das, wie du halt shiftest zwischen, ja, man ist auf ihrer Seite, man ist auf seiner Seite, man ist auf keiner Seite, man kann es irgendwie verstehen. Und am Schluss ist es irgendwie, ich weiß, ist so traurig und grausam das alles ist, du erkennst irgendwie so diese Abwärtsspirale, die es zwangsläufig nehmen muss, und dann gibt er dir irgendwie trotzdem noch ein gutes Gefühl mit auf dem Weg. Und es ist teilweise so realistisch und teilweise so absurd, dass es irgendwie wehtut. Ich erinnere gern an die Szene, in der sich Adam Driver schneidet. Das ist fast nicht zum Aushalten, weil das so unangenehm ist. Und halt der Streit zwischen Scarlett Johansson und Adam Driver ist wahrscheinlich die Schauspielszene des Jahres. Das tut so, so, so weh. Großes Ding. Da hat Adam Driver Schauspiel erfunden. Und ist in so. Star Wars 9 in der letzten Szene hat das redefined. Never to be seen again. Der küssende Adam Driver, mein Lieblingsschauspielmoment. So, Markus, willst du dich jetzt verabschieden? Dann machen wir noch die Runde fertig und dann, sobald du wieder dran bist, bist du auch direkt wieder da, quasi. So, das also für geil. Die ganzen Leute. Also, wir sehen uns. Ja, dann kannst du jetzt gehen. Dann macht Max einfach, tschüss, Max, schnurre Kaugummi. Willst du meinen Platz 4 hören? Achso, ja, sag mir bitte. Ass. Oh, okay. Ja, du musst ja jetzt Mikro auch reden. Sag mir meinen Platz 4 noch schnell ins Ohr. Ich weiß es aber nicht so genau, ehrlich gesagt. Also ich kann ja schon mal erzählen, mein Platz 4 ist tatsächlich Us von Jordan Peele. Mein Platz 4 ist Us von Jordan Peele. Ich bin gar kein riesiger Fan von Get Out gewesen. Den habe ich mir aber vorher angeguckt und der war schon gut, aber ich fand ihn nicht so gut wie natürlich das Medienecho, das dann dem vorausging, das schon lange da war. Ganz kurz mal, aber Markus' Plätze waren schon echt kacke bisher, ne? Alles, vor allem der letzte. Also... Fair enough. Ich das fand mehr manchmal, also manchmal sitze ich da und frage mich, der hat Filme aber lass uns nicht so viel lästern, weil es kommen ja noch ein paar Plätze. Beachbum, ne? Das ist wahrscheinlich. Nee, Ass ist eine. Ich will gar nicht so viel. Wer hat denn von euch gesehen? Sie. Ja, also ich verrate trotzdem nicht viel über den Film, weil da kann man relativ viel kaputt machen, wenn man zu viel von dem Film verrät. So, findest du, ja? Ja, finde ich schon. Ja. Ich finde, um es kurz zu machen, Ass ist der intelligenteste Kommentar auf. Einerseits Trump-Amerika und auf der anderen Seite auf was viel Spirituelleres, nämlich auf die Körper-Geist-Beziehung von Menschen, weil in dem Film geht es ja prinzipiell um Doppelgänger, die plötzlich auftauchen und als Art Besessene irgendwie eine Familie gespielt, unter anderem von Lupita Nyong'o, die die Mutter spielt, bei denen ins Haus einfallen und denen das Leben zur Hölle machen. Man fragt sich die ganze Zeit, wo kommen die her, warum passiert das? Und dann gibt es am Schluss eben einen ganz, ganz tollen Kniff, warum das so ist, wie es ist, und da rein kann man ganz viel reininterpretieren. Es gibt viele, die da nicht viel drin gesehen haben, was auch völlig in Ordnung ist. Für mich hat sich da plötzlich 1000 Sachen über mich eingebrochen, wo ich so dachte, wow, wie
brillant diese Parallelwelt gezeichnet ist, ob ich das jetzt nicht von zu viel verraten. Ich fand, es war super, super gespielt. Jetzt ist es klar. Es hat eine unfassbar, gerade am Schluss, eine unfassbar tolle Bildsprache auch gehabt und hat wirklich, dieser Plot-Twist hat mich sehr, sehr zum Nachdenken bewegt. Aber erklär das nochmal mit dem Leibseele. Was meinst du damit? Das will ich nachvollziehen. Da muss ich spoilern. Also ich schicke ruhig, jetzt eine Spoiler-Warnung. Aber wir können auch gleich einfach, wenn wir nicht mehr reden. Also wenn wir nicht mehr on Tape reden. Aber ich mach's ja ganz kurz. Also, okay. Spoiler. Also ich finde die Inkarnation, also diese Gegensätze, die unten in diesem Keller wohnen, das sind für mich Körper, die da dargestellt werden, weil sie sich kaum bewegen können, weil die irgendwie, die haben keinen richtigen Geist, kein Bewusstsein. Ja. Und oben, das sind für mich eben die anderen Menschen und so. Und das ist auf der einen Seite irgendwie, da die nicht im Einklang sind, diese Mensch- und Geist-Beziehung, gibt es halt Probleme, also auf dieser spirituellen Ebene, wo das sich darstellt. Und das mit Trump meine ich eben, dass ich eine Parallelgesellschaft unten habe, die völlig ignoriert werde und die dann irgendwann nach oben drängt und den Platz tauscht. Das waren so zwei Ebenen. Und ja, du hast jetzt eher nach dem Körper-Geist hingefragt. Das ist für mich so, die sind nicht im Einklang, dadurch nähern die sich an und tauschen vielleicht mal Rollen. Also es ist so was Spirituelles, was ich da drin auch irgendwie gesehen habe. Ja. Hat er dir gefallen? Ich mochte ihn nicht. Ich auch nicht. Ich bin bei Jordan Peele immer so ein bisschen. Ich habe da bisher nicht dazu gefunden. Irgendwie. Aber ich fand Us besser als Get Out auch. Das würde ich auch unterschreiben. Ja. Definitiv, ja. Da fand ich irgendwie Us so komisch am Ende. Aber der hat so seine Sache mit diesen komischen Enden, die er dann immer auserzählt. Also jetzt, wo du das sagst, hatte ich gerade Lust, ihn schon nochmal zu gucken, weil das schon auch irgendwie Spaß gemacht hat. Vor allem Lupita Nyong'o spielt dermaßen gut diese verrückte, diesen Doppelgänger eben. Aber ich fand das irgendwie zu überladen und dann auf der einen Seite zu suggestiv und dann doch zu eindeutig. Also ich fand, der hat irgendwie nicht geschafft, diese Balance zu halten zwischen genug Andeutung und ich haus dir jetzt in die Fresse, es ist eine Rolltreppe. Ja. Ach, weiß ich. Lustige Anekdote, Schröckert, den ihr vielleicht noch von Kino Plus kennt, von eurem Kanal. Als ich damals in der Pressevorführung war, auch nochmal da, nur weil ich noch ein zweites Mal angucken wollte, glaube ich, so war die Geschichte. Also dem hat es auch gefallen. Wir hatten aber auch Leute drin, denen es gar nicht gefallen hat. Ja. Ich weiß nicht, ich fand halt Get Out war, da auch der Plot-Twist gefeiert wurde, fand ich gar nicht so stark. Und hier hat er mich aber komplett weggeblasen. Ja. Ist wahrscheinlich so eine Hated or Love. Yes. Mein Platz 4 ist das Ziel einer langen Reise, um jetzt mal die Sportfreunde Stiller zu zitieren, ganz spontan. Star Wars 9. Nee, um Gottes Willen. Sehr lange Reise. Eine sehr lange Reise. Nee, es ist The Irishman. Und ich hätte, das ist das Ding, wenn man vielleicht auch wieder so ein bisschen über die Dekade zurückblickt, muss man sagen, hatte ich Zeiten auch auf diesen Movies, wo ich sehr über die Mafia-Filme und das Genre hergezogen bin. Und auch da warst du noch jung und unbedarft. Genau, da schimpft er heute noch drüber. Goodfellas ist voll überschätzt. Ist also, das bist auch so du immer. Ja. So ein Quatsch. Gut, Casino ist schon besser, aber. Ja, auf jeden Fall hat es was Kathartisches für mich, dass ich jetzt hier sitze und den auf die Top Ten so hochpacke. weil ich mich sehr viel mit Martin Scorsese auseinandergesetzt habe. Wir haben auch im Podcast ewig lang drüber geredet. Und The Irishman hat für mich auch in gewisser Weise war auch ein großer Event-Charakter, weshalb er auch irgendwie so weit oben ist, weil es halt auch dieses, wow, wir freuen uns ewig lang und dann, oh, will ich ins Kino gehen, oh, ich pack's nicht ins Kino zu gehen und dann einfach auch dieses, dann, ich habe mir richtig rituell einen kompletten Abend frei gemacht und das Handy weg und Laptop weg und nichts und ich will einfach jetzt so 3,5 Stunden diesen Film gucken und es war halt so richtig auch dieses Marathon-Gefühl, das richtig zu dem Film dazu, also es wurde Teil des Erlebnisses und ich habe nie so außerhalb des Filmes gestanden und drauf geguckt und so gesagt, so 3,5 Stunden nervt mich brutal. Und das war geil und dann vor allem auch die letzte halbe, dreiviertel Stunde. Richtig, richtig heftiger Kack. Ich glaube, man muss auch mittlerweile nicht mehr drüber reden. Wird genug drüber geredet, dass und wie Martin Scorsese da das dann alles so ein bisschen reflektiert, was er filmisch reflektiert, was er filmisch gemacht hat über die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre. Und dementsprechend konnte ich da sehr viel damit anfangen, tatsächlich, was ich, wie gesagt, zum Anfang des Jahres nicht gedacht hätte und auch zum Anfang der Dekade schon mal überhaupt nicht gedacht hätte. Und bin glücklich, dass ich den auf die 4 packe und würde an der Stelle sagen, wir machen jetzt auch eine Pause hier. Richtig. Und sehen uns dann gleich wieder. Und dann ist Markus auch wieder da. Und dann geht's
ist ja auch ein schöner Zeitpunkt, um eine Pause zu machen. Das passt jetzt alles. Ja. Nur das nicht verwirrt sein, wenn Markus nachher da sitzt und aussieht, als wäre er aus dem letzten Jahrzehnt. Ja, Markus ist ein Friseur. Übrigens, Markus hatte wirklich, wir nehmen das am ersten Tag nach Weihnachten, also am 27. Genau. auf. Und Markus hatte an diesem Tag um 17.30 Uhr einen Friseurtermin. Mach mich. Schon was Komödiantisches für sich hat. Das kann man einfach so stehen lassen. Das muss man erstmal schaffen, ja. Dementsprechend sehen wir uns gleich und hören uns gleich mit unserer Top 3. Bis gleich. Tschüss. Ich würde sagen, es war mit einer der schönsten Kinoabende in diesem Jahr. Es ist nämlich Le Mans 66. Gegen jede Chance. Sag was Ford wie Ferrari. Ach, gegen jede Chance, nicht gegen jede Regel. So, nee, gegen ich jede wusste Chance, doch, der Multikill ist ein und, anderer. Nee, fand ich mega geil. Auch wieder, wie die meisten Filme, die auf dieser Liste sind, sonst wären sie nicht auf dieser Liste. Mega gut geschauspielert, mega flott inszeniert. Ich bin auch nicht der größte Autorennen-Fan. Ein Film, der in den letzten Jahren kam, der auch vergleichenswert ist Rush mit Daniel Brühl. Ja, und da muss ich sagen, ja, aber da ist geil. Ford versus Ferrari nochmal eine Spur besser. Aber nicht vom Editing. Fenster? Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ich habe nur Rush gesehen, aber Rush hat schon echt Rush geiles Editing. Schon sehr, und das finde ich bei Ford vs. Ferrari noch mal geiler, weil es vielleicht auch einfach ein bisschen noch mal haptischer ist. Die haben das meiste ja auch mit echten Autos gedreht. Das fand ich bei Rush ein bisschen schade. Und der Film hat einfach, auch wenn wir keine... Joa passt nicht in dieses Auto. Auch wenn wir keine großen Freunde sind, also ich habe jetzt keinen Diesel im Blut oder so, fand ich das einfach geil. Das hat mich total mitgerissen. Es ist halt natürlich diese American Dream Story von wegen, dass wir es jetzt hier den arroganten Europäern schaffen. Das hat mich ein bisschen bitter aufgestoßen, aber an und für sich ist das schon einfach so Underdog und da kann man einfach mit feiern und so. Das ging so flott rum. Ich fand den mega geil. Also Le Mans 66 ist definitiv ein Erlebnis wert. Halt mal kurz still. Du hast doch was. Du hast doch was an deinen Haaren. Guck, du hast doch Fussel. Das sieht nicht gut aus. Genau da. So, jetzt, das hat mich jetzt genervt. Gut. Ja. Hat ihr den gesehen? Mm-mm, leider beide nicht. Du hast mich schon mal gefragt. Nee, immer noch. Mittlerweile. Hast du den gesehen? Nee. Ich dachte gerade schon, jetzt denken Leute bestimmt, weil du gesagt hast, schönes Kinoerlebnis und ich eben, wir waren zusammen, aber stimmt gar nicht. Nee, stimmt gar nicht. Nee. Sonst wäre es ja wahrscheinlich deswegen ein schönes ja, Kinoerlebnis also gewesen. Richtig. Markus, go. Endgame. Marty, vergib mir Endgame. Ja klar, Alter. Und, ja, natürlich Endgame. Das Ding ist, ich komme mir ein bisschen, also ich habe mir beispielsweise auch durchgelesen, was der Martin Scorsese geschrieben hat. Bei New Yorker. Im New Yorker, also um sich dann quasi zu rechtfertigen. Und das ist gut. Vieles davon stimmt. Vieles davon würde ich unterstreichen, weil es halt echt, weil das natürlich Franchise-Bauen ist, so du kannst nicht andauernd jemanden sterben lassen. Über die gesamte Spanne der Filme passiert halt das, was er gerne in einem Film hätte. Und deswegen verstehe ich auch, dass der da nicht so ganz reinkommt. Ich finde es trotzdem schwierig zu sagen, ich beurteile jetzt so dieses komplette Universum und habe nur drei Filme wahrscheinlich gesehen. Aber ist ja auch völlig wurscht. Wenn er überhaupt lustig, hat er gesagt, der hat keinen ja, oder gesehen, kein ne? ganz. Ich finde es sehr lustig, dass sogar seine Tochter, die Francesca Scorsese, seine Weihnachtsgeschenke in Marvel-Papier eingepackt hat. Das fand ich sehr lustig. Nichtsdestoweniger, Martin Scorsese ist für mich der beste Regisseur aller Zeiten. Aber auf Platz 3 in diesem Kinojahr ist Avengers Endgame. Denn bei allem, was Scorsese schon geschafft hat, er hat es nicht geschafft, mir zu zeigen, wie Captain America Thors Hammer hebt. Ich habe es damals prophezeit. Und das ist so geil. Wirklich, sorry, aber das ist mein Fanboy-Herz ist fast explodiert. Und als Captain da steht und meint, sind das alle? Wie viel willst du denn noch? Und dann Avengers Assembled. Das ist glorreich. Das ist einfach geil und ich finde es auch geil. Die Story ist auch nicht in allem total rund, aber es ist ein wahnsinnig geiler Abschluss. Also so wie ich auch finde, dass Episode 9 ein würdiger Abschluss, kein perfekter Abschluss für die Skywalker-Saga ist. Ich finde, es ist würdig. Und hier finde ich es auch würdig, weil sie da diesen Meta-Ansatz gefahren sind. Der, also ich habe immer ein grundlegendes Problem mit Zeitreisefilmen, obwohl Terminator und auch Harry Future. Potter und der Gefangene von Azkaban sind, gehören zu meinen Lieblingsfilmen. Aber ich find's einfach geil, wie sie dieses total selbstreferenzielle und auch nochmal die Charaktere ja doch irgendwo weiterentwickeln. Und dieses, also Chris Evans spielt's echt geil, wie er in der Vergangenheit ist und weil ich unbedingt sagen will, viele Leute hatten ja damals Age of Ultron kritisiert.
Ich finde Age of Ultron ist einer der besten MCU-Filme, denn da gibt es auch einen Moment, wenn Ultron eben zu Captain America sagt... Jetzt wird's kalt hier. wenn er zu Captain America sagt, du, der Soldat, der so tut, als könnte er ohne den Krieg leben. Und exakt das ist das Ende von Caps Heldenreise. Er lebt ohne den Krieg. Allein das ist so unendlich geil und wirklich der Snap, das Improvisierte und ich bin Iron Man. Geil. Platz 3. Max. Bei mir war Endgame tatsächlich auch lange in der Liste, aber ich habe es dann doch, es wird nicht mehr vorkommen. Beachbum war dann doch stärker. Vor aber allem ist Markus jetzt der mit den 2 Disney Corporate Filmen in der Top 10. Da waren wir, Aladdin auf Platz 1. Dumbo Platz 2. Ich fand Dumbo besser als Aladdin. Max, du hast Spider-Man, von daher ist es... Ja, ne, es kommt bei mir auch nichts mehr, glaube ich, aus dem Universum, aber... Man weiß ja heutzutage nicht mehr, was noch von Disney ist und was nicht. Der neue allein die Schlussszene auch mit Cap, auch mit dieser Hinwendung zu dieser noch eine Tanz, oder ich schaff's nicht zu unserem Tanz. Aus ja, Film, genau. Das genau. Kommt dir bei der letzten Szene nochmal so hoch. Das war eine Szene, über die wir schon lange vor Endgame immer wieder geredet haben, wie großartig die im ersten Captain America war. Also kann ich verstehen. Bei mir hat es nicht ganz gereicht. Bei mir ist auf Platz 3 eine andere Fortsetzung. Creed 2. Oh. Geil, den habe ich nicht so hoch. Also ich finde den auch echt geil. Und Creed 1 war ja 16 mein Platz 1. Ja, stimmt. Ich glaube, Creed 2 hat mich zur richtigen Zeit erwischt, dass ich mich sehr nochmal gut in Michael B. Jordan und die Figurenentwicklung einfühlen konnte. Ich finde, daneben, mal unabhängig von der Handlung, hat der mit dem ersten Rocky und Rocky Balboa die beste Trainingsmontage aller Rocky-Filme. Das war neu, das war eine neue Location, das war nochmal ganz anders. Stimmt, das ist mit der Wüste und so. Ja, richtig. Und dann habe ich noch im Interview gelesen, dass Michael B. Jordan dann noch gesagt hat, ja, die Szene, als er dann zusammenbricht mit dem Auto bei dem Lauf und dann aufsteht, das war von Dragon Ball Z inspiriert. komm weiter, steh wieder auf. Und dann dieser Shot geht auch so ins Gesicht, wenn sie da hochgehen. Ja, war natürlich da ein bisschen over the top. Hat es trotzdem geschafft, die meiste over the top Story von Rocky 4 nochmal so zu erden, dass du am Schluss wirklich nochmal ehrliches Mitgefühl mit dieser Figur auch von Drago entwickeln kannst. Ich erinnere an die letzte Szene, als er da mit seinem Sohn ohne Dialogzeile zusammen die joggen geht, ohne Druck, ohne dass das vorher alles wieder nett gemacht, weil es vorher teilweise echt so sind halt Antagonisten. Ja. Denken halt nicht viel, sind eindimensional. Und dadurch gewinnt es wieder an Dreidimensionalität. Und ich meine, beim vierten war das überhaupt nicht vorhanden. Und dass man jetzt da nochmal den Schritt gewagt hat, er ist nicht so brillant inszeniert wie der erste. Es gibt nicht mehr diese absolut bahnbrechende Plansequenz im Boxring. Aber ich weiß nicht mehr, wie der neue Regisseur heißt. Ich weiß nur, dass er vorher Stephen Cable Jr. hat gute Indie-Filme gemacht. Er hatte aber jetzt nicht so einen High-End-Ruf wie Ryan Coogler, bevor er da angesetzt hat mit Fruitvale Station. Mhm. Aber der hat das Beste draus geholt. Und wenn man überlegt, was die mit der Serie nochmal, gerade wenn wir jetzt über Star Wars und das Erbe von alten Filmen reden, was die da nochmal rausgepusht haben mit 2 Filmen, das hätte ich nie gedacht. Deswegen Creed 2. Und auch dieses Thema von, wie du mit Niederlagen umgehst, das wurde da ganz anders und für mich viel differenzierter aufgearbeitet als in Rocky, wo es natürlich... ich habe verloren, ich bin kurz traurig, dann kämpfe ich wieder. Und hier war das wirklich eine Krise, die da durchlebt wurde. Das war echt ein geiler Ansatz. Ich habe ihn zweimal gesehen. Ich habe ihn auch zweimal mittlerweile gesehen. Habe beides Mal auch eine 8 von 10 gegeben, obwohl ich sage, Tendenz halt schon irgendwie schwächer, aber ich fand den auch gut. Echt. Nice. Mein Platz 3. Ja. Mein Platz 3, genau. Du hast ihn, du hast auch gerade eben schon gelesen. Ich habe... stimmt. Ganz genau wie eigentlich bei dem Platz davor, war das Le Mans? Ich weiß es gerade, nee, das stimmt gar nicht. War nee, 5. Irishman. Hatte ich hier auch wieder einen geilen Kinoabend einfach, wo ich auch dachte, so, soll ich noch reingehen, soll ich nicht reingehen? Da habe ich gedacht, so, ach fuck, was kannst du verlieren? Versuch's einfach mal. Sind ja nur 15,70 Euro. Mit der IMAX 3D Mega wahrscheinlich. Ich hätte 20 Euro bezahlt. Was hast du zu verlieren? Monatsgehalt. Und ja, ich war schwer begeistert, weil das wird sich vielleicht bei dem nächsten Video noch durchziehen. Die Reise zum spirituellen Ich ein Thema ist, das mich sehr beschäftigt. Und dieses Thema wohnt auch Ad Astra inne. Und was ist jetzt auf Platz 3? Also auf Platz 3 Endgame. Ja, eine Geschichte, oder? Ja, der mega überkrass Sci-Fi. Das ist so ein Film, bei dem ich habe bei Blade Runner 2049 das Ähnliche, wo ich im Kino saß und dachte,
wie ist es möglich, so einen Film auf dieser Ebene zu produzieren? Also wer gibt da das Greenlight in der heutigen Zeit? Nicht, dass ich denke, dass es kacke ist. In Zukunft niemand mehr, weil alles floppt. Genau, das ist halt das Ding. Wie geht es, dass so ein in sich gekehrter, ruhiger und stummer Film eigentlich auch, dass der so auf dieser Ebene gemacht wird? Und das hat mich krass beeindruckt, irgendwie diese Apocalypse Now Anleihen und auch eben, wo ich sehr damit resonated habe, war natürlich auch die Verbindung zu Silence von Martin Scorsese, der in eine ganz ähnliche Richtung geht, wo es so ständig darum geht, einer Idee nachzujagen und dann kommt man an und was wird dann aus der Idee, wenn du plötzlich dann da bist und so. Ich fand das richtig großartig und auch entgegen vieler Leute. Ich habe dann im Nachhinein gedacht, Alter, das ist fucking großartig, was sagen Leute dazu? Und es ging so, geht so irgendwie, fanden das viele und vor der allem... Der Sunshine von 2019. Richtig, ja, ein unterschätztes Meisterwerk. Nicht, das hätte ich nicht gedacht, aber ohne Witz, klang Leute, aus den Kritiken so, dass da nicht so viel Fleisch dran ist, wie du jetzt erzählst. Ich bin völlig zufrieden mit meiner Top 10, aber ich bin so traurig, dass ich nicht geschafft habe, Le Mans, Ad Astra und Midsommar zu sehen. Ja. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ja. Und den Film, den ihr wahrscheinlich alle auf 1 habt, den habe ich auch nicht gesehen. Oh, ja. Na, werden wir sehen. Aber findest du wirklich, dass er so substanzvoll ist? Ich habe ihn auch gesehen und ich war ja unterwältigt. Ich empfand das als extrem gehaltvoll. Und was ich halt auch richtig geil fand, war, dass der, weil das wurde auch ganz viel kritisiert tatsächlich, dass es unglaublich viel Voice-Over gab. Unglaublich viel. Ja. Wo Brad Pitt dann wirklich auch einfach nur in die Leere starrt und dann hörst du irgendwelche bedeutungsschwangeren Gedankengänge darüber. Aber auch das fand ich krass und ich habe richtig gemerkt, ich wusste auch hier wieder nicht, was der Film ist und wie der Film dann so nach und nach sich wie er mich in seinen Sog gezogen hat. Jetzt werde ich noch Rapper. Das war ganz, ganz, also richtig, richtig überwältigt war ich. Vielleicht hat auch wirklich ein Teil der Tatsache, dass ich nicht wusste, worauf ich mich da einlasse, damit gespielt, aber hat richtig Bock gemacht und ist mir auch richtig in Erinnerung geblieben, dass es da auch teilweise so Momente gab, wo er quasi in so einer komplett stillen Kammer sitzt und die ist komplett rot ausgeleuchtet. Heute von heute mal war Kameramann. Geiler Typ. Und das, wo er dann einfach Sachen sagen muss, die ihm aufgetragen werden und richtig krass. Also sind mir richtig viele Sachen irgendwie in Erinnerung geblieben. Fand ich geil. Ja, mein Platz 2 ist ein olfaktorischer Genuss, wie man das nennen würde. So ist es nämlich. Es muss natürlich Platz 2 sein. Parasite. Der Film von, ich kann diesen Namen nicht richtig aussprechen, Bong Joon-ho. Ja, Bong Joon-ho. Man spricht es nicht so aus, sondern irgendwie anders. Wie dem auch sei. Rassistisch. Der südkoreanische Filmemacher, dessen Filme ich gar nicht so viel kenne. Ich habe mal ein bisschen Snowpiercer reingeguckt, auch nicht ganz gesehen. Okja habe ich auch nie gesehen. Und der jetzt dieses Jahr mit Parasite den ganz, ganz großen Wurf geschafft hat. Du hast ja eben schon erwähnt, und hattest dir schon auf die Zunge gebissen, als du gesagt hast, Us ist ein Film, der irgendwie sozialkritisch ist. Da würde ich sagen, ist Parasite noch eine ganze Spur besser. Ich fand, das ist einfach so ein toll gespieltes Kammerspiel. Es ist über völlige Genregrenzen hinweggreifend. Man hat irgendwie nie das Gefühl, den Film wirklich zu verstehen. Dann kommt nochmal was Neues. Dann ist die Endsequenz, wo man sich fragt, hey, was ist jetzt eigentlich, was es war, was es nicht war. Ich fand das so genial, wie da durchgeschritten wurde und dann Elemente, die einen völlig verwirrt haben, aber auch wieder Elemente, die einen gegruselt haben. Ich wusste nicht so viel vorher in dem Film, ich habe das Poster gekannt und so und war dementsprechend echt voll geplättet, wie langsam sich dieses Schreckensszenario, könnte man auch sagen, entfaltet und was für eine Strahlkraft das hat und wie viel man auch damit machen kann. Also der hat mich unglaublich zum Denken angeregt. Ich fand, der war an den richtigen Stellen, wie gesagt, in Andeutungen, in manchen Stellen eben schön klar und das ist so ein tiefgründiger, schöner Kommentar, auch nicht nur jetzt auf die koreanische Gesellschaft, sondern generell auf solche Gesellschaftsschichten und Hierarchien. Und dafür lohnt es sich einfach, diesen Film zu gucken. Das ist wirklich so toll inszeniert, geschauspielert. Ein runder Film, wirklich. Also wahrscheinlich eine 10 von 10, muss man sagen. Ja. Vielleicht ist die Musik nicht ganz das Stärkste, wenn ich gerade drüber nachdenke. Aber davon abgesehen gibt es mehr als genug andere Schauwerte, die diesen Film wirklich sehr, sehr besonders machen. Und den sollte man wirklich gesehen haben. Aber ich glaube, der ist schon inzwischen fast so bekannt, dass viele Leute den gucken werden. Also wirklich auch, das war einer der besonderen Filme des Jahres. Der hat auch richtig krass eingespielt dafür, dass das halt so ein kleiner Film ist. Also so ein Indie. Und vor allem dafür auch, muss man ja sagen, auch im Westen als asiatischer Film, ne? Ohne dass jetzt Vorurteile sind, aber die
zeigen nee, aber leider ist es das westliche Publikum den Film nicht so aufgeschlossen. Ja, ist es halt so, ja, ne, klar. Zu krass, dass du immer die Box-Office-Zahlen vom Film hast. Hast du den gesehen? Nee, leider nicht. Immer ja, die Box-Office-Zahlen von allen Filmen. Ja, ja. Ja, schon krass. Es spielt ja auch zum Beispiel kein einziger Europäer mit. Ne? Also du hast ja wirklich nur asiatische Schauspieler und das ist schon bemerkenswert, wo viele europäische oder westliche Filme sich da so anbiedern. Man kann nur an The Megalodon, also wie hieß der, The Meg? Oder so, der Film mit Jason Statham, wo man halt oft immer das Gefühl hat, so man weiß ganz genau, für welche Märkte solche Filme hergestellt werden. Ja, Godzilla, King of the Monsters. Ja, hab ich nicht gesehen. Ist Monkey. Da auf, ja. Naja, ich glaube, Parasite war ein bisschen besser. Und vor allem, weil dieser wundervolle Sinn des Riechens, der normalerweise nie eine Rolle spielt und auch in unserem alltäglichen Leben so wenig eine Rolle spielt, da eine sehr, sehr tragende Rolle hat. Deswegen, das ist einfach so clever geschrieben. Ich weiß gar nicht, was das mit Riechen auf sich hat. Aber ja, du musst, guck ihn dir an. Ja. Guck ihn dir an und dann wirst du merken. Also, das ist so eine starke Szene. War ein Highlight. Ich würde gerade gern weitermachen eigentlich, weil es auch mein Platz 2 ist. Willst du? Dann mach doch schnell weiter. Ja, weil dann sage ich auch, mein Platz 2 ist Parasite. Ach was? Okay, ist halt fertig. So. Avengers Endgame. Und ich gebe dir in ganz, ganz vielen Sachen recht. Auch hier kann ich wieder von meinem Kinoerlebnis berichten, als ich nämlich im krassen Arthouse-Kino war und mich wirklich krass fremdgefühlt habe. So geil. Wie ein Parasit. Richtig. Und dann wirklich so dachte, so, Alter, gleich werde ich hier entlarvt. Gleich checken die Leute, dass ich eigentlich Star Wars-Fan bin. Aber nur von der fürs Alibi fand ich Episode 9 scheiße. Riecht mir das? Ich glaube, meine Transformation ist abgeschlossen mittlerweile. Ein Sinister-Gänger. Dass die Leute da nicht mehr an mir standen und gemacht haben. Ja, nee, also es ist wirklich, es ist so ein Film, also ich würde fast sogar sagen, dass ich sowas wie den Film noch nie gesehen habe, wo sich so nach und nach irgendwie immer weitere Ebenen offenbaren. Also nicht nur Ebenen im Sinne, also im wortwörtlichen Sinne, im Film neue Ebenen nach unten und in alle Richtungen, genau. Aber halt auch so Bedeutungsebenen und du merkst plötzlich, ach, da geht's darum? Okay, und dann denkst du nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, du hast gecheckt und dann, nee, da geht's eigentlich gar nicht drum. Das geht auch darum. Ja. Und ich kann mich noch an einen Shot aus dem Film sehr gut erinnern, als eine Figur aus dem Keller nach oben kommt und es ist der ganze, also die Kellertreppe nach unten ist komplett dunkel und du siehst nur die Augen das dieser Figur. Fucking, das und das hat mich erinnert an wie so ein Anime irgendwie. Ja, sah ja, das ja. Aus. Richtig, ja, übel Abfuck. Gucken. Nee, wirklich, das ist also das ist, das Ding ist halt wirklich, dass ich, das Einzige ist, dass ich tatsächlich sage, ich habe nicht so eine krass emotionale Verbindung zu dem Film jetzt aufgebaut. Verstehe, weil er halt dann auch wirklich so nüchtern thematisch nicht offenbart, sondern halt dich fordert. Also ich habe das Gefühl, der Film fordert mich intellektuell so sehr, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, über den Film auf einer emotionalen Ebene nachzudenken. Ich weiß, was du meinst, ja. Und, aber das ist wirklich, wirklich was unglaublich Krasses, wenn es irgendwie um soziale Schichten geht, um Bildungsunterschiede in den sozialen Schichten. Genau. Und so. Und holy fuck, also ich freue mich schon richtig, den Film wieder zu gucken. Ja. Auch die Settings spielen da auch, sind eigentlich Figuren und so. Was ich an dem also Film am allerkrassesten finde, ist so wirklich, das ist ein Meisterwerk. Das so wie so wir jetzt darüber reden, könnte man meinen, das wäre so ein krass verquarzter Arthouse-Film. Aber ist es nicht. So zugänglich. Das ne? Übel. Der macht unglaublich ich finde, das ist wirklich ein, also so blöd es jetzt klingt, aber das ist ein Familienfilm. Ja, locker. Der hat Comedy-Elemente, Thriller-Elemente. Ganz kleine Kinder, aber Der hat Drama-Elemente, das ist richtig. Also, sieben aufwärts. Den kannst du guten Gewissens mit. Warte, lass mich noch kurz überlegen. Den kannst du guten Gewissens mit deinen Eltern abends gucken. Locker. Läuft der in der Lief im Kino, ne? Den gibt's noch nicht irgendwo. Lief im Kino, ja. Ja. Hey, ich hab's leider auch im Kino. Parasite, mein Platz 2. Da macht ihr jetzt gerade weiter und dann fängt Benny wieder mit seiner Number 1 an. Ich habe einen auf Platz 2. Ich glaube, sonst hat den wahrscheinlich gar keiner gesehen und das habt ihr nicht kommen sehen. Ich habe Klaus auf Platz 2. Der Weihnachtsmann-Film. Der Weihnachtsmann-Film von Netflix, denn also das ist echt ein Witz. Das ist wunderschön animiert. Es hat, also irgendwie, ich glaube, bei Filmstarts hatten sie geschrieben, solche Filme macht Disney leider nicht mehr. Und ja, das wäre in den 90ern oder so, wäre das halt das Disney-Meisterwerk gewesen, wenn sie das überhaupt noch gemacht hätten, weil Disney hat ja, glaube ich, ab Anfang der 2000er oder so
haben sie ja nichts mehr an Zeichentrick gemacht. Ist der Zeichentrick? Ja, das frage ich mich nämlich, weil es sieht alles... Ich glaube, der ist so ein bisschen wie dieser Peanuts-Animationsfilm. Ja, es sieht nämlich alles nach Zeichentrick aus, möglicherweise. Also es sieht alles nach 2D-Animation aus, möglicherweise ist es aber halt dreidimensional dann, also trotzdem halt CGI gemacht, wie beispielsweise auch The Lego Movie, ja, der ja aussieht, als wäre halt so ein Stop-Motion-Film, aber auch nur am Computer entstanden ist. Aber jetzt fernab von brillantem Design und auch brillanter Animation, es ist eine unfassbar herzerwärmende Geschichte mit großartigen Ideen, mit großartigen Konflikten, mit wahnsinnig geiler Musik. Ich finde, es ist immer schwierig. Hayao Miyazaki beispielsweise, der japanische Anime-Meisterregisseur, geht ja nie hin und haut dich aus der Diegese von einem Film raus, indem er jetzt irgendwie popkulturelle Referenzen macht, was selbstreferenziell ist oder quasi nicht für den Film komponierte Musik nimmt. Und bei Klaus gehen sie ein oder zweimal, gehen sie glaube ich sogar hin und bringen moderne Songs rein. Zweimal, genau. Und es funktioniert trotzdem. Das sind zwar mit die schwächsten Szenen, quasi in Anführungszeichen, weil es sich ein bisschen rausholt aus dem Film, aber das ist so grandios und so lustig und also wirklich, das ist ein Instant-Weihnachtsfilm-Klassiker und nicht nur das, sondern einfach ein Instant-Animationsfilm- und Familienfilm-Klassiker und ja, also ich kann den wirklich nur allen wärmstens empfehlen, der macht glücklich, der Film. Ohne dabei irgendwie zu anbiedern zu sein, so mit, oh komm, wir sind total schnuffig und wir machen das und das. Es ist einfach eine super Geschichte, wirklich. Es ist ganz, ganz großartig. Ich habe mich völlig unerwartet so erwischt, so wirklich, du sitzt da und hast irgendwann Tränen in den Augen und denkst, was ist das für ein emotionales Meisterwerk auch? Also ganz, ganz klasse. Gucke ich mir im Sommer mal an. Unbedingt. Max? Auf meinem Platz 2 ist Systemsprenger. Den wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es Benny noch drauf war auf dem Video, aber den hattest du bei deinen Erwähnungen. Genau. Und im Podcast. Im Podcast, stimmt. Da wurde auch mal erzählt. Also ich wusste, dass Benny es gesehen hat, deswegen hatte ich eben die Vermutung, er hat es auch irgendwo drin. Ja, das war knappe Geschichte, muss man sagen. Also Systemsprenger hat mir ultra gut gefallen. Das ist ein deutscher Film, dreht sich um die schwer erziehbare Benny, beziehungsweise Bernadette heißt sie, die zusammen mit einem ehemaligen, ich glaube, der ist eigentlich Security oder Streetworker. Ja, Streetworker, Aktionscoach. Genau, der eigentlich aber mit Kindern, glaube ich, zunächst nichts zu tun hat und dann sich der Benny annimmt und mit der eben zunächst in eine Waldhütte fährt und probiert, sie unter Kontrolle zu kriegen, denn daheim bei der Mutter kann sie nicht mehr wohnen, weil sie eben ein sogenannter Systemsprenger ist, was in der Pädagogik, was ich auch nicht wusste, ein Fachbegriff ist für Kinder, die durch alle Systeme durchfliegen. Das ist schon der zweite Film meiner Liste, wo es um Systemausfälle geht. Und das ist ein unfassbar schroff inszenierter Film. Es gibt unfassbar harte Szenen. Zum Beispiel hat Benny immer Probleme, wenn sie ins Gesicht gefasst wird, weil sie früher von der Mutter, glaube ich, eine volle Windel ins Gesicht bekommen hat. Und das hat dann so ein Trauma ausgelöst. Und dann gibt es eine Szene in dieser Waldhütte, als Albrecht Schuch ihr im Schlaf ein Kissen zum Aufwecken, gar nicht böse gemeint, sondern zum Aufwecken ein Kissen ins Gesicht wird. Und dann kommt da eine Wutszene, die dich so in den Sessel reindrückt. Und dann gibt es wirklich so nachdenkliche Szenen, als sie im Wald nach einem Echo ruft und dann ruft sie eben Mama, Mama, weil sie halt immer noch so einen Bezug zur Mutter und wird da gerne hin, aber die Mutter packt es einfach nicht. Und das ist wirklich so unfassbar hart inszeniert, aber trotzdem sehr herzlich. Diese, ich vergesse Nachnamen, Helena heißt die Schauspielerin. Hanna Zengel, oder? Ja, Helena nochmals ist jetzt riesiger Star, dreht jetzt gerade mit Tom Hanks. Und, sagt übrigens jeder immer, wenn man von dem Film spricht, die dreht jetzt mit Tom Hanks. Lustiges. Also das Mädchen, oder? Ja, genau. Das Mädchen, ja. Genau. Und die macht das wunderbar, aber. Wie gut musst du da auch als Regisseurin, es war eine Regisseurin, Wie gut musst du da sein, ne? Um das halt aus so einem kleinen Wesen rauszukitzeln, so eine Performance. Sie haben auch gesagt, dass sie immer... Ein bisschen wie bei Mandalorian mit Baby Yoda. Auf jeden Fall. Sie haben halt immer mit ihr gesprochen, viel thematisiert, was die Unterschiede zwischen der Schauspielerin selber und ihrer Figur sind, wie sie anders handeln würde, warum sie anders handeln würde und so. Mhm. Und das immer so ein bisschen zu psychologisieren, um ihr dann auch zu helfen. Und diese extremen Szenen haben sie auch meistens immer nur einmal am Tag gedreht, wenn überhaupt, weil das halt... Also ja, um wirklich, ihr das halt ist auch eine Distanz zur Figur zu geben, ja, total. Was ja total wichtig ist. Hast du den gesehen? Nee. Aber das ist wirklich ein... Markus redet aber immer über die Filme, als würde er sie gesehen haben. Ich weiß noch, als ich da aus dem Kino gekommen bin... Ich habe gesehen von den Filmen, die ich hier erwähne. ich musste nach dem Kinogang, nach dem Schauen erstmal eine Runde spazieren gehen,
hingehen, weil ich hatte so Muskelkater an den Beinen, weil ich so angespannt gesessen habe, weil diese Abwärtsspirale, die da in diesem Film porträtiert wird, das ist Wahnsinn. Ja, also, es ist halt echt, also es wird dir jetzt nicht irgendwie dargestellt, dass das Kind nochmal leicht integrierbar ist oder so. Es gibt da zahlreiche Versuche, es geht immer wieder schief. Was ich aber sagen wollte, natürlich wird zu Recht sehr über dieses Kind geredet, über diese Schauspielerin, diese Junge. Albrecht Schuch hat für mich eine der besten deutschen Performances der letzten Jahre abgeliefert. Mhm. Das war unfassbar, dieser Streetworker, der war irgendwie auf der einen Seite sehr mitfühlend, auf der anderen Seite sehr schroff und cool, also so eine Figur, die schon fast over the top ist, so cool wie sie ist und mit dem Kind umgeht, aber trotzdem irgendwie, du kannst dich sehr mit der mitfühlen und war unfassbar beeindruckend. Ich kann Albrecht Schuch vorher von Bad Banks, von der Serie, da spielt er noch mit Brille so einen abgefuckten Banker, eine ganz unsympathische Figur, wo ich so dachte, ich mag die Figur nicht, deswegen habe ich ja immer so Probleme mit den Schauspielern auch. Ja. Und da hat er mich, ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt. Und ja, ist ein super, super, super Film. Krass. Sehr kurzweilig in der Härte, die er hat. Also ja, nicht kurzweilig im Sinne von heiter, sondern geht einfach schnell. Ja, man könnte sagen, Platz 1 ist mein Favorit. Von den 10. Oh, wie beim. Oh. Ach so, okay. Ja. Ah. Es ist The Favorite von Yorgos Lanthimos, das Historiendrama, das im. was lasst ihr jetzt? Ich hab den auch auf 1. Ja, und dann können wir ja gerne jetzt gemeinsam drüber reden. Was lachst du hier? Weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was hat Markus auf 1? Und als ich dann gecheckt habe, was du auf 1 hast, habe ich nur Markus angeguckt. Und er so, ich habe gedacht, ich darf er nicht anmerken lassen. Und dann guckt er mich so blöd an. So, ja, Markus, ich will nur so viel sagen. Dein nicht anmerken lassen hat nicht völlig nach hinten losgegangen. Naja, so, das war auch wieder ein tolles Kinoerlebnis. Unglaublich toll geschauspielert der Film, aber das ist gar nicht der Grund, warum ich den so genial finde. Ich finde den einfach so genial, weil er so viel auf den Kopf stellt und so viel einfach so neu interpretiert. Es geht grundsätzlich um Macht und was Macht mit Menschen macht und wie man sich dann verändert und wie auch diese Gier nicht belohnt wird oder eben belohnt wird. Davon abgesehen auch super interessant, wie hier Rollenbilder eine Rolle spielen, weil natürlich es drei Hauptfiguren sind und es sind drei Frauen und das ist so, es gibt so subtile, aber auch offensichtliche Unterschiede zu anderen Filmen. Beispielsweise sind die drei Frauen selten geschminkt, sondern sind meistens irgendwie natürlich. Dann hast du diese Männer im alten England, die Perücken tragen und komplett geschminkt sind und so. Nicholas Holt. Genau, als so ein Graf und so. Und da wird so viel schön unterlaufen und umgedreht. Und bitte? Sei mein Zeuge. Ich war die Rolle auf dem Movie. Nee, und he looked me straight in the eye. Man muss nur sagen, die Szene, die Schießszene, wenn sie Tontauben schießen, also Tauben, nicht Tontauben, die wird ja über den Film mehrmals gezeigt und das ist so hatten genial. Wir haben im Podcast drüber geredet, wie sich dann so eine Beziehung verändern kann und wie man das in der Szene ausdrücken kann, wo die Machtverhältnisse sind und so. Und ich fand den so interessant und auf der anderen Seite auch sowas von furchterregend, weil ich fand das so schrecklich, vor allem wie er auch endet. Ne? Also es ist kein Feel-Good-Movie, da hat man gar keinen Bock mehr drauf und denkt sich so, ach du Scheiße, warum sind Menschen eigentlich so oder warum werden Menschen so, wenn sie in so Situationen sind, und dann macht es das so ein bisschen nachvollziehbar. Also ich fand den einfach beeindruckend auf seine Art und Weise, wie er war und weil man eben sowas auch nicht oft gesehen hat bisher. Und ich finde immer froh, wenn es mal wieder mehr Filme gibt mit weiblichen Hauptdarstellerinnen oder Figuren, besser gesagt, die dann gemeinsam auch Stärke und Macht haben. Ja, war richtig geil. Aber erzähl mal du, vielleicht kann ich dann noch dazu. Also ja, ich stimme dir quasi in allem zu. Ich finde es halt geil, wie gezeigt wird, wie absurd es ist, Macht zu besitzen. Das finde ich ist so geil, weil jeder hat mal mehr oder weniger Macht über den anderen. Jeder will aber die Gunst der Königin, weil scherzhaft haben sie ja damals gesagt, so diese ehrlichen Filmplakate, The Favorite heißt Who Fucks the Queen. So, weil es ja echt dieses Ding ist, so die einen sind schon seit Ewigkeiten befreundet und haben ein lesbisches Verhältnis zueinander. Dann kommt plötzlich die Cousine von der anderen und die ist dann plötzlich so total manipulativ und das schwingt immer so viel im Subtext mit. Und das Geile ist halt wirklich, wenn du dann denkst, also gerade so Emma Stone ist ja eigentlich so unsere Hauptfigur und unsere Anti-Heldin. So, und die, da denkst du irgendwann so, krass, die hat jetzt irgendwie alles erreicht und dann wird es irgendwie doch wieder in eine andere Richtung gedreht, indem dann wieder gezeigt wird, wie absurd es ist, dass er irgendwie die Person, die wirklich überhaupt von nichts eine Ahnung hat, dann doch wieder über alles bestimmen darf. Und diese Tauben-Sequenz,
die ist natürlich großartig. So, die ist natürlich auch ein bisschen literally in your face. Aber ich finde es auch geil, wie halt Emma Stone am Anfang halt, also die wird ja völlig drangsaliert und dann geht sie halt rein und du merkst halt irgendwie so, der Charakter war vielleicht ursprünglich noch ganz gut und dann ist es da drin in diesem System und sagt, okay, ihr schubst mich, fickt euch. Ja, dann spiele ich das Spiel halt mit. Und auch wie geil sie mit, so richtig, wie geil sie mit ihrem Love Interest auch umgeht, der ja die ganze Zeit denkt, er hat irgendwie Macht über sie und sie scheißt halt völlig drauf, um was man loben muss. Robbie Ryans Kameraführung. Alter, leck mich am Sack. Ich habe selten einen schöneren Film gesehen. Wie der vor allen Dingen, also das hast du, glaube ich, auch mal gesagt, damals im Studium, wie wenig man sich eigentlich immer darauf konzentriert, also wie wichtig die Licht- und Schattensetzung in einem Film ist. Da genial bei dem Film. Ist wirklich, das ist so, so großartig. Und dass er dich ja auch immer wieder selber über seine Ästhetik aufrüttelt, indem da halt so eine Fischaugensequenz dann plötzlich drin ist. Und also das ist einfach nur ganz grandios, weil es dadurch ja irgendwie doch wieder anachronistisch wirkt. Und irgendwie gute Historienfilme erzählen ja nicht nur primär was über ihre Epoche, die sie abbilden, sondern über die heutige Zeit. Total, ja. Und kein Film ist näher an der Gegenwart als dieser Film, ganz ehrlich. Ich meine, machen Historienfilme immer, ne? Klar, sollten sie immer machen. Generell sind Filme ja immer ein Spiegel der Gesellschaft, in denen sie entstehen und so, aber der Film ist dann noch ein klarer Kommentar, der sich dazu bekennt. Genau. Und der da eben, wie sagt man, Fahne bekennt. Ja. Farbe. Fahne. Zwar die Film über Alkoholiker, er bekennt Fahne. So. Nee, deswegen, das finde ich auch sehr, sehr stark bei dem Film. Also, und wie derb ist der Film auch in seinem Vokabular und so. Total, aber ich würde sagen, dass Emma Stone da gar nicht mal die Anti-Heldin ist, sondern das ist die Antagonistin. Und zwar ganz klar, wir haben am Anfang das Gefühl, dass wir mit ihr mitfiebern sollten. Ja, sie wäre ja nur die, also ich finde, das ist halt immer so die Frage. So, ja, also da läuft sowieso diese Schäden. Also, wenn sie die Antagonistin ist, wer ist dann die Protagonistin? Ja, das ist natürlich die Frage. Weil ich finde schon, dass es eigentlich ihre, also sie hat die krasseste Charakterentwicklung und sie hat die meiste Screentime. Deswegen würde ich halt schon sagen, dass sie, klar, es sind ja zwischen den dreien sind ja antagonistische Kräfte. Na klar, ja. Aber sie ist halt die Anti-Heldin. Und an der Stelle noch kurz eine Empfehlung, den hatte ich nämlich damals nicht gesehen. Wem The Favorite gefällt, der sollte Lady Macbeth gucken. Mit Florence Pugh wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Der Link wird jetzt eingeladen. Wahnsinnig geil, auch ein unfassbar großartiger Film, der sich auch mit Rollenbildern, Feminismus und so weiter auseinandersetzt. Ich gebe ab zu Herrn Fischer. Ich gehe ab. Max, ich bekenne Ich bekenne Fahne. aber bei mir ist auf Platz 1 The Favorite. nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber habe jetzt auch Lust bekommen. Obwohl nicht so viel Lust wie auf Parasite. Also nee, Parasite ist Parasite ist besser, war zwar eine 2, aber das ist mir egal. Ich tausche nochmal um. Nee. Astra hört sich auch interessant an. Bei mir ist auf Platz 1 Mirai. Mirai ist ein Animationsfilm von Mamoru Hosoda. Dieses Jahr rauskam, den ich natürlich sehr schätze, von Werken wie Summer Wars oder Die Wolfskinder. Der war nicht direkt auf meinem Platz 1, weil ich ihn nicht so stark finde wie die vorangegangenen Werke, aber was der Mann, also der fängt an mit einer Familiengeschichte, wo es eigentlich um den kleinen Kun geht, ein Junge und seine neugeborene Schwester und die Familie. Es ist eine Familiengeschichte, die erzählt wird, wie so ein Kind mit einem Neugeborenen, der jetzt in der Familie ist, umgeht. Und man halt auch mal saunervig sein kann. Und saunervig sein kann. Da gab es auch viele Kritiker, die gesagt haben, das Kind hat zu viel geschrien, es ist mir auf den Sack gegangen, deswegen schlechte Wertung. Ach was. Aber was der in der zweiten Hälfte gerade entwickelt, ist für einen Kinderfilm, was Mira ja auch irgendwie ist, ist so intelligent, wie da psychologische Konzepte der Ich-Findung eingearbeitet werden. Das geht nämlich später darum, dass in fantasievollen anderen Welten anhand von verstorbenen Familienmitgliedern auch gezeigt wird, wie so ein Kind in seinen frühen Jahren irgendwann merkt, dass ich etwas bin. Also ich habe eine Identität und ich habe eine Verantwortung gegenüber anderen Menschen. Und das wird dort so verschachtelt, in einem positiven Sinne verpackt, dass das unfassbar Spaß gemacht hat, das zu sehen. Es gibt eine wunderschöne Szene, als er mit seinem Großvater, glaube ich, über der Welt schwebt, aus der damaligen Zeit, aus den 50er Jahren. Und dann sieht man eine Szene, in der der Großvater die damalige, seine Frau kennenlernt, wodurch ja der Vater des Kindes entstanden ist und dann er. Und da wird so richtig poetisch gesagt, dass unser Entstehen auf der Welt eine Kette von unfassbar zufälligen Ereignissen ist. Und da wird so die Magie des Seins hier vor Augen geführt. Und das ist praktisch so der Clash am Ende, wo dich so richtig aus dem Leben haut, wo du so denkst, wow, wie genial ist das verpackt.
irgendwie fantasievoll auch. Und dafür ist er auch bekannt. Er verbindet immer fantasievolle Elemente mit ganz geerdeten Familiengeschichten. Das ist eine Qualität, die der in jedem Film super ausspielt. Und das, diese Brillanz zeigt sich schon in einer ganz einfachen Szene am Anfang. Da wird nämlich dieses Konzept von den anderen Reihendenken schon mal durchexerziert mit einem Hund, mit dem Familienhund. Und wie der die Gefühlswelt oder die, was der Hund fühlt, vermenschlicht, weil der Hund entwickelt sich dann, der richtige Familienhund wird dann in der Fantasiewelt von Kun zu einem Mensch, der sich beschwert, denn er war früher der König des Hauses. Und das wird natürlich so gespielt, dass man übersetzt, der Hund ist jetzt auch, Hunde verspüren auch Eifersucht, wenn neue Familienmitglieder reinkommen. Und wie das dann gedreht wird, das ist unfassbar intelligent, finde ich. Und ist einfach einer meiner Entdeckungen dieses Jahrzehnts an Regisseuren, ist für mich der mit Makoto Shinkai und Mamoru Hosoda eigentlich die drei Anime-Künstler, die man das kennen muss. Du hast jetzt zweimal Hosoda genannt. Hayao Miyazaki, Shinkai und Hosoda sind ja so die drei Größen. Miyazaki natürlich schon länger, aber trotzdem die, die dieses Jahrzehnt noch mitgeprägt haben. Wer hat jetzt Chihiros Reise ins Wunderland gemacht? Zauberland. Hayao Miyazaki ist das, ne? Ja, welcher ist es? Hayao Miyazaki. Ja. Und Shinkai... Chihiros Reise ins Zauberland. Und Shinkai ist der Regisseur von Markus' letztjährigen Platz 1, glaube ich, Your Name. Ne? Ja, der genau. Auch wieder, und, der bringt jetzt Weathering, With You, der seit ich glaube, Prinzessin Mononoke zum ersten Mal für Japan auch als bester fremdsprachiger Film auf der Shortlist steht. Stimmt, meine ich. Und das spricht auch schon dafür, dass diese Anime-Kunst momentan auch wieder noch einen Schub nach vorne bekommt. Und Mirai war ja auch die erste Oscar-Nominierung für Hosoda, der für auch Summer Wars mal auf der Shortlist stand, aber nie richtig beachtet wurde. Allein deswegen, es ist nicht sein bester, aber es ist einer von vielen unfassbar guten Filmen. Da war der Parasite-Pitch mit den Anime-Augen richtig gut von mir. Ja. Anime geht immer. So, dann muss ich jetzt den Abschluss hier machen. Und ich fühle mich eigentlich offenbart, weil eigentlich kann ich jetzt nur noch ein Film bleiben. Nein, es ist nicht Avengers Endgame. Marriage Story ist Platz 1. Marriage Story. Ich wusste, es ist ein Adam Driver-Film. Aber gut, da kann man ja auch nicht viel. Er hat überall drei Shots dieses Jahr. Irgendeiner muss ja dabei sein. Das Problem daran ist, dass ich eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie ich über den Film reden soll, um klarzumachen, warum der mein Platz 1 ist. Weil, es geht im Film. Irgendeiner hatte den doch. Du hattest ihn auf der Liste, ne? Ja. Es geht ja um Liebe und Scheidung und Auseinanderleben und dies und das und jenes. Und ich muss jetzt, um die Qualität des Filmes zu beurteilen, nicht so in die Tiefe gehen, aber kann trotzdem sagen, dass ich da relaten kann irgendwie mit dem Film und dass sich da auch Erfahrungen wiedergespiegelt haben, die ich erlebt habe in den letzten Jahren. Und das war eine seltsame Erfahrung, fand ich persönlich. Das war konfrontativ und ich fand den Film teilweise ein bisschen mehr, ich habe den ein bisschen eher auf Platz 1, weil es eine Selbsttherapie war, aber auch, weil ich ihn irgendwie sehr interessant fand und weil es ein Film war, den ich noch nie gesehen habe. So. Also ich habe Noah Baumbach-Filme vorher noch nie so richtig geguckt. Ich glaube, ich habe mal gefühlt Mitte 40 oder sowas gesehen mit Ben Stiller, Ben Stiller und Adam Driver, genau. Fandest du den gut? Den fand ich zum Beispiel auch nicht so gut. Nee, Francis H. fand ich großartig. Den habe ich nicht geguckt, weil ich jetzt Angst vor Noah Baumbach-Filmen habe. Nee, aber... mit Recht. Richtig, genau. Aber wie halt manche Szenen da ausspielen und was manche Szenen halt sind und wie vor allem die Art und Weise, wie der Film halt perspektiviert so ein Stück weit, fand ich halt unglaublich. Und das war... krass, ich habe den Film auch, obwohl ich nach dem ersten, also als ich den Film das erste Mal geguckt habe, habe ich erstmal wirklich eine Dreiviertelstunde die Küche aufgeräumt. Ich habe einfach, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt irgendwas machen. Irgendwie muss ich jetzt gerade damit klarkommen, was ich gesehen habe. Und dann habe ich aber nochmal gucken wollen, habe ihn dann nochmal geguckt und es war eine komplett andere Erfahrung. Und der Film hat sich mir aus einer völlig anderen Perspektive offenbart, mit der ich auch tatsächlich sage, dass, ja, jetzt geht hier ja weniger um Recht oder Unrecht bei dieser Geschichte, aber wo ich für mich klar wurde, dass der Hauptcharakter von Adam Driver gespielt nochmal, dass sich seine Position innerhalb der Geschichte verändert hat, ein Stück weit für mich. Und wie gesagt, also es ist weniger ein Platz 1 in der Tradition der letzten Jahre, wo ich sage so, oh mein Gott, dieser Film hat für mich, der war so krass und so geil, sondern es war wirklich mehr so ein, irgendwie hat mir der Film was gezeigt, so, und ich konnte damit super viel anfangen.
Und deswegen mochte ich das und deswegen fand ich das ganz, ganz großartig. Das muss ja jetzt auch ein bisschen mal in die Hyperbeln gehen. Ich fand's geil, ich fand's großartig und ich konnte mit dem Film sehr viel anfangen und ich mag Adam Driver, ich mag Scarlett Johansson nicht so sehr, aber das ist eine andere Geschichte. Und das ist mein Platz 1. Ich merke aber gerade, dass ich hätte nicht sollen mich als letztes in der Reihenfolge machen, weil jetzt muss ich ja direkt abmoderieren. Aber ich moderiere jetzt direkt ab. Ich mach schnell. Tschüss. das waren unsere 10 Filme des Jahres 2019. 19, ja. Wir haben ganz schön. Ach, 19 haben wir gesagt. Wäre geil, wenn du jetzt auch die Dekadenliste aufgezählt hast. Das sind halt einfach alle aus 2019. Genau, also wie gesagt, nochmal, schreibt gerne eure liebsten Filme oder so in die Kommentare. Und die nächsten Tage, Wochen oder so wird noch ein Video kommen, in dem es um die besten Filme dieser Dekade geht. Oh, das dann auch über unser Podcast-Feed dann wahrscheinlich, falls ihr da einfach abonnieren wollt. Wir nehmen das jetzt auf. Und bis dahin bedanke ich mich nochmal bei allen, Ben, Markus, Max. Danke. Eine Ehre. Und gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.